Wie das läuft. Genau. So. Ich würde jetzt noch ein bisschen warten, weil das letzte Mal, die letzten Male war dann gerade am Anfang das total abgehackt. Da hatte ich meine Gäste dann immer so wunderschön vorgestellt. Und dann waren die aber irgendwie nicht so, also das mitten in meiner Vorstellung hat er dann das erst auf YouTube dann gezeigt. Ah, okay. Und das ist dann halt ein bisschen schade darum. Scheiße. Mhm. Genau. Ja. Ja, aber das sind so Lerneffekte, aus denen ich auch lerne. Ja, klar. Wenn du das da so oft machst, ist ja schon verrückt. Ja. Wow. Und dann immer sonntags. Gut. Ne, ja. Relativ unterschiedlich noch. Also es ist jetzt hier gerade mein 4. Livestream überhaupt. Gut. Cool. Das heißt, genau, ja. 4 ja. Livestreams. 3 davon, also einen Gast hatte ich, der dann nachher nicht ganz so zufrieden war damit, was okay. er dann da so gesagt hat. Und dann steht dir auch nachher frei, dass wir das einfach offline nehmen, wenn du das offline nehmen möchtest. Mhm. Oder auch Teile davon offline nehmen. Ne? Auch mhm. das ist absolut in Ordnung. Du, ich sag gar nichts, was ich nicht sagen würde, weißt du? Ja. Naja, das ist ja auch genau das, was dich so also super macht, dieses Transparenz und dass du einfach auch mit diesen Alltagsproblemen, denen du da irgendwie so entgegenstehst, mit denen du da konfrontierst wirst, dass du damit auch so transparent und cool irgendwie umgehst. Klar, ja, muss man ja. Genau. Das ist ja. Wir sind einfach doch zu wenig sichtbar. Das ist immer das Problem, ne? Das ist so. Ich bin die eine der ganz wenigen Behinderten hier im Landkreis, die überhaupt sichtbar sind. Also die hier mit dem Rollstuhl überhaupt rumfahren. Also das, ich meine, ich habe eine offensichtliche Behinderung und trotzdem sehe ich kaum die Leute. Kaum. Ja. Also hier gar nicht, wo ich lebe, überhaupt nicht. Ja. Ja, also dann denkt man halt uns auch nicht mit, ne? Na klar, genau, das ist die Problematik. Genau. Ja. Guti, ihr Lieben, heute habe ich die wunderbare Kerstin eingeladen. Euch vielleicht besser bekannt als Mama mit MS. Auf Instagram ist sie da nämlich sehr aktiv und erzählt halt tatsächlich super cool über ihre Erkrankung, über die Therapien, die es dafür gibt, über die Schwierigkeiten, die Alltagsprobleme, die sie da so zu handeln hat und macht das Ganze auf so eine super sympathische und lebensnahe Weise, die ich total faszinierend finde. Und Dankeschön. Genau, ich freue mich voll, dass du da bist, liebe Kerstin. Danke, ich freue mich auch, mein erster Livestream. Ja, sehr, cool. sehr cool. Ja. So, Mama mit MS bist du. Das heißt, also der Name ist eigentlich ja so Programm. Ne? Also Programm. Hast du 2 Themen, die dich im Leben so beschäftigen? Genau, ich habe eigentlich auf Instagram mich da mit angemeldet, weil ich Gleichgesinnte gesucht habe. Daher Mama mit MS. Also ich wollte ja nicht weder die Mama noch die MS in den Vordergrund stellen, aber ich habe einfach Menschen gesucht, die in der gleichen Situation sind wie ich. Das war der einzige Grund für diesen Namen. Ja. Genau. Und dann hast du gesagt, so, hallo, hier bin ich und wer hat's noch? Ja, krass. Genau. Ja, aber ist ja auch ein ziemlich cooler Name. Also es ist wirklich einfach und simpel und man weiß direkt, okay, das ist eine Mama, die MS hat. Was ja auch schon, also auch sowas ist ja durchaus eine, also nochmal einzigartiger als nur einfach der Mensch mit einer Behinderung zum Beispiel, ist ja dieses Mama-Sein mit einer Behinderung auch nochmal eine ganz, ganz neue Herausforderung. Genau. Ich hatte neulich gesehen, dass es sogar so Wiegeschalen gibt, so Babyschalen, die man sich vorne auf so einen Rollstuhl draufsetzen kann. Sehr cool. Ja, es gibt immer, also die Technik und es geht immer weiter. Wenn ich mir denke, mein Sohn vor über 11 Jahren, als er geboren wurde, gab es wirklich gar nichts. Und jetzt bei meiner Tochter vor 6 Jahren war das schon ein himmelweiter Unterschied. Und jetzt wird es einfach immer cooler, immer besser für die Mama. Ne? Also wird gut, wird besser. Ja, die Technik macht Spaß, was das angeht. Schon. Genau. So, wir haben ein paar Fragen vorbereitet. Ja. Liebe Kerstin, magst du vielleicht kurz erklären, was MS und welche Formen von MS es gibt? Also die MS ist eine sehr unberechenbare Krankheit. Es ist eine Krankheit, die im Hirn, im Rückenmark, im Halswirbel oder stattfindet, die dort während den Schüben einfach Entzündungen verursacht und somit die Leitfähigkeit also einfach beeinträchtigt. Je nachdem, wo diese Schübe stattfinden, diese Entzündungen, je nachdem, dort bist du halt einfach beeinträchtigt. Deswegen nennt man das ja auch die Krankheit mit den 1000 Gesichtern. Mhm. Also jeder ist anders betroffen, jeder hat andere, also wenn man 1000 MSler trifft, sind es 1000 verschiedene Symptomatiken und Verläufe. Also bei den Verläufen kann man eigentlich klar sagen, die allermeisten gehen mit dem schubförmigen Verlauf los. Also man hat
Schübe. Bei mir war es so, ich hatte die ersten 10 bis 15 Jahre zwei Schübe pro Jahr. Die haben sich dann in der Regel fast wieder zurückgebildet. Das ist, manche haben einen Schub in 10 Jahren, manche haben einen Schub ihr ganzes Leben, manche haben 10 Schübe im Jahr. Das ist so unterschiedlich, wie diese Krankheit einfach unberechenbar ist. Und dann gibt es meistens, also bei mir war es zum Beispiel so, und das ist dann üblich, dass aus diesem schubförmigen Verlauf irgendwann der progredierende Verlauf wird. Also dann kann man das gar nicht mehr so Schübe also davon abtrennen, sondern der Verlauf wird einfach, geht einfach bergab. Man wird behinderter, man wird eingeschränkter. Ja. Man hat dann noch so aufgesetzte Schübe, also wo man merkt, oh, das wird jetzt gerade schlechter. Aber genau. Und manche haben das ganz große Pech, bei denen geht es gleich progredierend los. Also es gibt den primär progredierenden Verlauf, also der geht sofort wie eine Achterbahn. Ne? So muss man sich die Krankheit vorstellen. Bei jedem anders, auch das Chamäleon genannt, trifft 1000 MSler. Bei allen ist es anders. Also, ja. Das Chamäleon genannt, das heißt, es fällt an Ärzten auch schwer, es irgendwie zu differenzieren oder als MS zu diagnostizieren? Also mittlerweile ist die Diagnostik natürlich schon eine bessere. Als ich in den 90er Jahren diagnostiziert wurde, musste ich schon ganz schön abliefern an Symptome und musste auch, das ging über 1,5 Jahre, bis ich die Diagnose bekam. Heute geht es schneller. Also heute ist die Diagnostik eine viel bessere, viel genauer. Also da hat sich schon sehr, sehr viel getan in 25 Jahren, das muss man sagen. Aber natürlich, also ist es halt immer so, die Neurologen und Neurologinnen wissen ja nicht, wen sie da vor sich sitzen haben. Haben sie jemanden vor sich sitzen, der eine hochaktive MS hat? Oder haben sie jemanden vor sich sitzen, der eine ganz moderate MS hat, der mal hin und wieder vielleicht ein bisschen Einschränkungen hat und die dann wieder gehen und der bis zu seinem Lebensende voll berufstätig ist? Oder haben sie jemanden sitzen, der in 2 Jahren ein schwerbehinderter Pflegefall ist? Das weiß man nicht. Und das ist das an dieser Krankheit, sie ist nicht einzuschätzen. Also und genau, man weiß nie, wen man vor sich hat. Ganz schwierig. Sehr unberechenbar. Das heißt aber, also wie würde da die Diagnose heutzutage dann ablaufen? Oder also was für Symptome hattest du denn zum Beispiel dann, als das so bei dir angefangen hat? Also bei mir ging das nach einem schweren Verkehrsunfall los, dass ich das sogenannte Laryngitis-Syndrom Symptom hatte. Heute weiß man, dass das ist. Also immer, wenn ich meinen Kopf geneigt habe, sind richtige Stromschläge durch meinen Körper geschossen. So ging das los. Und dann hatte ich eine Sehnerventzündung links. Also links ist auch meine schwache Seite. Dann hatte ich plötzlich so Missempfindungen in den Oberschenkeln. Also immer, ich habe Fußball gespielt und immer, wenn mein Körper erwärmt wurde, also durch Schwitzen, hat sich da einfach ganz komisch angefühlt, gerade die Beine und so weiter. Und ja, so ging das bei mir los. Also die meisten bekommen eigentlich nach der Sehnerventzündung spätestens eine Diagnose heute. Also alle spätestens. Man geht ins MRT, also da wird der Schädel, Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule einmal gescheit durchleuchtet. Ja. Und dann natürlich die Liquorentnahme, die ist für manche unangenehm. Da wird klingt auch so. Ja, das ist nicht so angenehm. Da gehen wir jetzt auch gar nicht näher drauf ein. Okay. Aber sie muss einfach gemacht werden, um einfach eine sichere Diagnose stellen zu können. Und dann gibt es natürlich eine klinisch sichere MS oder eine nicht sichere. Also das, kann man sie nicht so ganz genau differenzieren von anderen Krankheiten. Es gibt noch ganz andere Krankheitsbilder in der Neurologie, die sehr ähnlich sind. Also das muss man dann immer ausschließen über Monate, Jahre oder also nicht so einfach manchmal zu diagnostizieren. Aber es ist halt nicht nur physisch so körperlich, sondern es betrifft auch die Augen, den Sehnerv, hast du jetzt gerade gesagt. Das ist ja echt krass, ist ja echt ärgerlich. Ja, also die Augen, das ist schon, also das ist bei ganz, ganz vielen. Also ich kenne fast keinen MSler, der nicht mit den Augen Schwierigkeiten hat. Und das ist natürlich ganz schwierig. Also ich habe schon mehrere Sehnerventzündungen gehabt, habe aber mein volles Augenlicht wieder bekommen und habe eigentlich keine Einschränkungen. Und manche haben sehen Doppelbilder, sehen weiß-schwarz, sehen Gitter, sehen grau, sehen, und das ist halt auch, je nachdem, welcher Schub hat oder wo man diese Einschränkungen dann hat, das zieht halt dann auch diesen Ärztemarathon nach sich. Also jemand, der natürlich dann schwer mit den Augen betroffen ist, der ist natürlich Stammgast in der Augenklinik oder halt beim Augenarzt, ne? Bei der Augenärztin. Ja. So,
so zieht das das halt nach sich. Wir sind nicht nur bei unseren Neurologen und Neurologinnen, sondern wir sind überall zu finden. Ja. Ich finde man überall. Es ist und finde man überall. Genau, richtig. Je nachdem, wo es einen halt trifft. Ne? Ja, das ist echt krass. Was für Therapien gibt es denn bei MS? Ja, also mittlerweile ist der, also sind wir ja da gut dabei. Ich glaube, mittlerweile gibt es für die Schubförmige um die 25 Therapien, Basistherapien. Zu meiner Zeit, als ich in den 90ern diagnostiziert wurde, gab es eine einzige Therapie, also die Interferon, das man sich gespritzt hat, da gab es gar nichts anderes und für den progredienten Verlauf gab es überhaupt gar nichts. Das hat sich total verändert. Also von dreimal in der Woche spritzen zu einmal im Monat spritzen, über zweimal täglich Tabletten nehmen. Also es gibt wirklich sämtliche Therapien, die immer darauf abzielen, das Immunsystem praktisch so klein zu halten, dass es sich selber einfach aufhört anzugreifen. Ne? Dass es einfach so beeinflusst wird, dass es die Schnauze hält, sag ich jetzt mal so. Ne? Dass es einfach ruhig wird. Okay, genau. Krass. Das ist ja eine ziemlich heftige, ziemlich heftiger Eingriff, eine ziemlich heftige Therapie dann schon. Ja. Also es gibt schon so Chemotherapie-ähnliche Therapien und so, das ist eigentlich ganz normal. Die Nebenwirkungen sind schon ziemlich krass bei diesen Medikamenten. Also das darf man nicht unterschätzen. Das klingt echt heftig. Okay. Aber abgesehen von diesen Arten der Therapie gibt es ja auch noch andere, also klassisches zum Beispiel bei Muskelerkrankungen, so eine Schluckstörung, die man dann logopädisch irgendwie behandeln lässt. Jennifer ist zum Beispiel, also meine Freundin ist ein riesiger Fan vom Novafon an der Stelle. Ja, das habe ich auch, ja klar. Habe ich gesehen. Ja, also natürlich, also die Physiotherapie spielt eine ganz, ganz große Rolle bei uns. Einfach sehr früh eingreifen. Aber da ist natürlich auch wichtig, dass man die richtigen Therapeuten und Therapeutinnen findet. Das ist überhaupt nicht so einfach. Die müssen einfach eine spezielle Zusatzausbildung haben, um uns neurologisch Erkrankten gut helfen zu können. Und das ist wirklich ganz, ganz schwierig oft. Also so ländlich ich hier lebe und wirklich am Arsch der Welt, aber das habe ich als Jackpot hier, eine super Physiotherapeutin. Genau, also ja, und dann natürlich Ergotherapie. Das sind einfach Therapien, die viele Psychotherapien und so weiter. Es ist einfach, dass man so wenig Kompetenzen wie möglich verliert. Das ist immer das Ziel, dass man am Ball bleibt. Also Jennifer macht ja auch bis zu 3 Therapien tatsächlich pro Tag. Ist jetzt gerade ganz verliebt in das robotergestützte Gehtraining, Lokomat heißt das. Ja, toll. Ich freue mich jetzt auf Leipzig, auf die Therapiemesse. Da werde ich den hoffentlich ausprobieren können. Ja. Sehr cool, ja. Also Jennifer ist da total der Fan von, braucht aber zum Teil gar nicht mehr diese Roboterstützung, sondern nur noch diesen Gewichtserleichterer. Also man sitzt da dann in so einem Gurt und dann läuft sie halt häufig einfach nur mit dieser Gewichtserleichterung. Gut. Aber sowas habt ihr nicht bei euch in der Nähe? Nein, leider gar nicht. Noch nicht. Müsste ich über eine Stunde fahren, um dorthin zu kommen. Und das ist natürlich dann, wenn ich eine Stunde im Auto sitze und dann da eine halbe Stunde in dem Roboter und dann eine Stunde heimfahre, ist das im Grunde, also da muss ich dann immer rechnen. Klar. Das ist für meinen Körper schädlicher im Grunde. Aber auf das würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn es das irgendwann bei uns in der Nähe gäbe. Auf jeden Fall. Das wäre toll. Ist tatsächlich auch gar nicht so unlukrativ für die Ergotherapie. Also sie macht das über psychisch-funktionelle Ergotherapie. Gut. Und da ist es gar nicht so unwirtschaftlich, weil die den Roboter, der eine sehr hohe Anschaffungskosten ist, den können die dann als zweiten Ergotherapeuten absetzen. Echt, oder? Das heißt, das ist immer eine Doppelbehandlung in dem Augenblick. Ist auch, also läuft auch alles sauber mit der Krankenkasse ab. Und in dem Augenblick haben die im Prinzip einmal diese Anschaffungskosten von diesem sehr teuren Roboter, aber der kostet halt auch kein Jahresgehalt und ist aber dafür dann Jahre im Einsatz nachher. Ja, und in dem Augenblick
Ja, eben. Ja gut, also es muss immer ein zweiter Ergotherapeut dann dabei sein. Ja, ja. Aber im Prinzip, also ein zweiter, ne? Ja. Also der Roboter und der Ergotherapeut. Aber trotzdem ist das dann halt wie zwei Ergotherapeuten, die dann gerade die Behandlung durchführen. Mhm. Und das haben die halt so begründet, dass man dann, was der Roboter dann macht, an Beine setzen, das müssten ansonsten halt zwei Ergotherapeuten so mitsteuern. Und deswegen ist das dann halt die doppelte, die Doppelbehandlung, die da stattfindet. Sehr, sehr cool. Freut mich total für die Jennifer, ja, dass sie das hat. Lohnt. Geil. Ja, und also kannst du ja auch mal so in den Raum werfen, dass das eigentlich eine ziemlich smarte Geschäftsidee auch ist. Ja. Das Problem ist also hier rum, meine Füße, die hat einfach den Platz gar nicht. Und weil wir hier natürlich so, so ländlich sind, sagt sie auch, das muss sich rentieren. Der muss von früh bis abend im Grunde laufen. Und es muss sich rentieren. Und wenn die nächste Großstadt ist bei uns über eine Stunde weg, also das ist halt immer schwierig, hier die Patienten dann so zusammenzubringen, die da das bekommen. Aber auch, ja, natürlich, ich wäre, oh Gott, ich würde sofort, sofort, mega. Das Novafon, hast du dir das selber gekauft oder war das eine Krankenkassenleistung? Nein. Also, hast du es versucht? Hast du es versucht oder hast du die recherchiert und hast gesagt, das macht gar keinen Sinn? Bei diesem Hilfsmittel tatsächlich nicht, weil mir das eigentlich, also das war zu einer Zeit, als mir sehr, sehr schlecht ging, als ich im Rollstuhl gekommen bin und ich solche Schmerzen hatte, die trotz, also schlimmster Schmerzmittel nicht mehr zu beheben waren. Und mit dem Novafon habe ich so stellenweise ein bisschen Erleichterung erreichen können, aber leider nicht lang. Oder nur kurzfristig, aber jetzt, wo es mir so viel besser geht, habe ich das auch täglich wieder im Einsatz. Ja, ich liebe es und meine Kinder lieben es auch. Ja, voll. Das auch übers aufs Novafon bist du aufmerksam gemacht worden aus den Physiotherapiepraxen, Logopädie? Ergotherapie. In einer Klinik war ich dort und da hat eine Ergotherapeutin das beim Stehtraining bei mir angewendet. Und das hat mir einfach total taugt. Und dann war Black Friday, so, und dann hab ich mir das geleistet. Ja, gegönnt, schön. Ja, genau. Das ist eine ganz coole Erfahrung, die Jennifer tatsächlich häufiger macht. Und zwar geht die halt auch, jedes Jahr fährt sie zur Reha und dann in so eine Spezialklinik für neurologische Erkrankungen, die Klinik Hohermeißner. Und da ist das dann so, dass sie da von diesen geschulten Physiotherapeuten auch ganz viel Input immer bekommt. Und diesen Input dann ihren Therapeuten hier beibringt und sagt, guck mal, das habe ich noch gelernt. Das ist auch tatsächlich eine ganz schöne, also dadurch hast du auch dann immer noch mal so einen Perspektivwechsel auf die, wenn man die, das hat, das ist das natürlich gut. Training, ne? Was du hast. Ja, genau. Ja, das stimmt. Ja. Nee, also es ist tatsächlich so, in der Klinik, in der ich bisher immer war, waren die Therapeuten nie so wie meine Physiotherapeutin hier. Daher. Okay. Warte. Ja. Ist halt so. Naja, ist halt so. Ja. Okay, genau. Schade. Ja. Also du bist in deine Physiotherapeutin verliebt. Ja, also ohne sie wäre das alles ganz katastrophal. Schön, ganz katastrophal. Aber. Also wenn sie, jetzt hat sie drei Kinder schon bekommen die letzten 11 Jahre und so. Und also jedes Mal, wenn sie dann natürlich dann rausfällt, das ist schon immer sehr hart für mich. Aber sie kommt immer wieder zurück. Daher. Ja. Das ist schon gut, ja. Man braucht einfach, wenn man so ein Krankheitsbild hat wie wir, einfach jemand, der das versteht, der diesen Körper versteht. Und also bei meiner physischen, so wie wenn die in meinem Körper leben würde. Die langt so hin und macht es so, als wenn die in meinem Körper leben würde. Und das ist wirklich sehr, sehr selten. Also sehr, sehr selten. Ja. Krass. Und so erlangt man halt Therapietreue. Ja. Ja, voll schön. Mega. Cool. Jetzt, das Novafon hast du jetzt gar nicht über eine Krankenkasse beantragt. Warum nicht? Weil mir das immer zu lang dauert. Also die Sachen, die man, also wir haben ja eine Krankheit, bei der so schnell wie das bergab geht, so schnell brauchen wir auch Hilfe. Also bis wir ein Hilfsmittel beantragen, ist es schon so schlecht, dass wir das Hilfsmittel gar nicht mehr brauchen, sondern schon wieder das nächste. Also das ist unsere Krankenkasse, unser ganzes System ist auf solche Krankheiten überhaupt nicht eingestellt. Unsere Krankheit ist viel schneller als dieses System. Und bis wir manche Dinge dann kriegen würden, brauchen wir es schon gar nicht mehr. Also da müssen wir dann schon wieder Next Level beantragen. Und dann heißt ja, aber Sie sind doch jetzt schon versorgt mit dem. Ja, nee, das brauche ich ja gar nicht mehr. Und also man muss immer so auch abwägen. Das kann ich mir zumuten, finanziell.
und das mute ich mir auch nervlich nicht zu. Also ich bin jetzt gerade seit vielen, vielen Monaten wegen meinem Lieblingshilfsmittel, dem Molly, wegen dem ihr mich auf Instagram natürlich mit meiner Krankenkasse am Kämpfen. Das kostet Nerven. Die haben wir nicht. Die haben wir nicht. Wir haben keine Kraft und keine Nerven. Und das ist endlos, das ist uferlos bei uns. Ne? Und bei jedem ist es halt einfach anders. Die sagen natürlich, ja, bei dem MS ist so, ja, bei dem, aber nicht bei mir. Also ganz schwierig. Ne? Ja. Na, also jetzt, wo du den Molly so direkt schon in die Kamera gehalten hast, können wir auch direkt über ist den sprechen. Ist das Schleichwerbung? Nee, das ist ziemlich offensichtliche Werbung, aber es gab kein Problem. Ich bin für sowas zu haben. Ja, aber du schwärmst von dem, du findest den geil und der hilft dir. Der hat mein Leben gerettet, tatsächlich. Also ich würde jetzt hier nicht mit dir sprechen, wenn ich diesen Molly nicht hätte. Ja. Also ich war am Ende. Das kann man sich nicht vorstellen. Ich war letztes Jahr um diese Zeit am Ende. Ich habe bis zu 30 Tabletten am Tag genommen, habe Dronabinol, also das ist BTM in Höchstdosis, nachts genommen. Und ich war ein Zombie. Also ich konnte weder schlafen, noch konnte ich eine Sekunde schmerzfrei sein. Ich wurde von Tag zu Tag unselbstständiger. Also wenn einem das Zähneputzen schwerfällt, wenn man sich nicht mehr die Haare kämmen kann, wenn man beim Duschen Angst hat, schaffe ich es heute nur, meine Haare zu waschen oder schaffe ich es heute unfallfrei umzusitzen. Wenn man sich überlegt, schaffe ich es heute, meine Kinder was zum Essen zu kochen. Oh Gott, und wie mache ich meine Wäsche überhaupt nur und so. Also das, mein ganzes Leben war ein einziger Schmerz, ein einziges Drama. Und dann kam der Molly und der hat tatsächlich mein Leben gerettet. Das ist wirklich so. Deswegen mache ich so gerne Werbung für ihn. Das ist eine Herzenssache. Ja, glaube ich. Ja, mega cool. Du hast jetzt neulich ein Video gepostet, wo du dann erzählt hast, dass du den ganz vorsichtig wäschst, weil es auch gar nicht deiner ist. Der gehört der Krankenkasse oder... Die Krankenkasse sponsert ihr den? Nein, okay. Nein, mit meiner Krankenkasse bin ich eben gerade, oder seit über 7 Monaten bald kämpf ich den durch. Ich denke, dass wir uns jetzt dann vor Gericht treffen werden, oder ich weiß es nicht, wie es jetzt weiterläuft. Ich warte auf die nächste Post. Der gehört Otto Bock, also tatsächlich der Firma, der den Anzug auch herstellt. Ich hatte das Glück letztes Jahr, weil er noch so neu war und ich über Instagram auf sie aufmerksam wurde, als Dauertesterin praktisch zu ihnen zu gekommen. Und das war mein ganz großes Glück. Deswegen habe ich den und muss ihn auch nicht hergeben, bis ich meinen eigenen habe. Genau. Sehr cool. Ja. Okay. Das heißt, du bist jetzt gerade im Widerspruch und dann läuft es auf eine Klage hinaus. Ich denke, das wird auf eine Klage rauslaufen. Ich vermute, dass die Krankenkasse natürlich einen Vergleich anstrebt, um kein Urteil zu haben. Ich weiß es noch nicht, was sie sich einfallen lassen. Also es ist ja bei uns auch so, wir müssen ja sofort abliefern immer. Ne? Also wenn die was wollen, muss ich ja innerhalb kürzester Zeit die unmöglichen Dinge zu Rande bringen. Und die lassen sich dann halt einfach mal monatelang Zeit. Dann hörst du halt einfach mal nichts. Und das ist halt bei uns schwierig, weil die Zeit haben wir leider halt nicht. Ne? Ja. Na, da hatte ich neulich mal ein Video zu gemacht über die TK, die das tatsächlich irgendwie auf die Spitze treibt. Also die lehnen dann halt ab und an der Widerspruchs-, an der Ablehnungsbegründung ändert sich auch gar nichts mehr, sondern das wird einfach dann so durchgezogen und am Ende ist es halt genau die gleiche Ablehnungsbegründung durch den Widerspruchsausschuss. Und dann haben sie aber 6 Monate gerade Versorgung gespart. Und das ist natürlich aus wirtschaftlicher Sicht genau das Richtige. Gerade wenn es dann irgendwie so in die höheren Stellen geht. Ja, das ist einfach, dieses ganze System gehört völlig überarbeitet. Es kann nicht sein, dass der Top Pharma und der Top Hilfsmittel 2 unterschiedliche Sachen sind. Weil was ich allein jetzt durch mein Absetzen der Medikamente diese Krankenkasse erspart habe, wenn sie das rechnen würde und diese ganzen Stürze, die ich nicht hatte. Also wenn sie das sich ausrechnen würden, dann müssten sie den Molly mir jede Woche im Grunde zuschicken. Ne? Also und gleich mal bei MS-Diagnose jedem hinlegen und sagen, ach, zieh den an. Ne? Also dann würden die ja ganz anders denken. Tatsächlich. Ja, ich wurde jetzt tatsächlich, also ich bis vor einer Woche war ich noch, obwohl ich mich 3 Jahre schon mit dem ganzen Thema jetzt beschäftige, relativ naiv, was da so die Chancen für so ein cooles Hilfsmittel dann angehen betrifft. Und jetzt wurde ich aber von einer unglaublich tief in die Materie steckenden Frau darüber, also die hat mir halt alle möglichen
Schwierigkeiten bei dieser ganzen Antragstellung geschildert und hat mir dann halt unter anderem erzählt, dass der gemeinsame Bundesausschuss neue Therapieformen erstmal genehmigen muss. Und dafür müssen erstmal ein Haufen Studien über diese Therapieform vorliegen. Genau. Und wenn das fehlt, dann darf die Krankenkasse den Molly-Suit jetzt zum Beispiel nicht als Therapiehilfsmittel versorgen. Genau. Das ist die deutsche Geschichte. Jetzt haben wir natürlich das Glück und haben eine UN-Behindertenrechtskonvention, die definitiv deutlich weiter greift. Das heißt, darüber schätze ich deine Chancen deutlich besser ein, das zu bekommen, weil über diese Krankenkassenregelung, solange der gemeinsame Bundesausschuss das noch nicht als Therapiemöglichkeit bewilligt hat, sieht es da tatsächlich dann irgendwie nicht so gut aus. Aber über die UN-Behindertenrechtskonvention, wenn du darüber argumentierst und dann auch über die großen Vorteile in der allgemeinen Teilhabe, da könnte es dann tatsächlich deutlich besser aussehen. Es ist gut, dass du das sagst. Das muss ich meine MS-Community dann stecken, ne? Ja, also wenn du Bock hast, können wir im Anschluss auch einfach nochmal so ein, also wir haben mal so ein Muster erstellt, so perfekten Hilfsmittelantrag nennen wir das, wo wir einfach dann einfach genau beschreiben, dieses Hilfsmittel brauche ich für Therapieerfolge, ich brauche dieses Hilfsmittel für die Teilhabe, für das ich einfach mein Leben gestalten kann, wie ich es möchte. Und das hat in der Regel ganz gut funktioniert. Okay. Jennifer hat darüber das ist ein Airbag-Helm, der Höfting 3, den hast du bekommen. Das ist so ein Airbag-Helm, den legt man sich um den Hals und es sieht aus wie ein Schal. Und genau, habe ich gerade gesagt. der Höfting 3. Und dann, wenn der einen Sturz feststellt, in dem Augenblick platzt der dann um den Kopf auf wie ein Airbag. Geil, echt. Und dadurch ist der Kopf geschützt. Und da haben wir halt so einen Antrag gestellt. Genau so mit diesen ganzen Fragen, die wir dann da so beantwortet haben. Und darüber haben wir den haben wir veröffentlicht, den Antrag für den Höfting. Und haben dann halt auch ein Video dazu erstellt, wie man dann aus diesem Hilfsmittel halt das dann auch irgendwie auch übertragen kann auf andere. Also es gibt einmal das Blankomuster und einmal dann halt das ausgefüllt. Es geht ja immer um das Gleiche eigentlich, ne? Es geht ja immer um das Gleiche bei dem. Genau, es geht immer um Teilhabe, um Therapiemöglichkeiten, genau. Genau. Und dann ist noch eine ziemlich spannende andere Geschichte in der UN-Behindertenrechtskonvention. Und zwar werden da auch Unternehmen, also da verpflichtet sich der Staat dabei, Unternehmen zu motivieren, neue, innovative Teilhabehilfsmittel zu entwickeln. Und im Prinzip hat ja Otto Bock jetzt genau das gemacht. Und da ist es dann tatsächlich ziemlich spannend, dass dann aber dieses ein Krankenkassensystem innerhalb eines Staates, der die UN-Behindertenrechtskonvention irgendwie angenommen hat, unterzeichnet hat, dass der sich dann weigert, diese coolen, innovativen Hilfsmittel dann irgendwie auch zügig zuzulassen. Ja, das ist ein Widerspruch. Ja. Das heißt also, über diese Argumentation, beziehungsweise also den Fokus auf die UN-Behindertenrechtskonvention, da könnten deine Chancen dann nochmal steigen. Genau, also. Das ist gut, dass du das sagst. Ja, ich wurde da auch jetzt erst gerade drüber aufgeklärt und streu dann ja immer gesamte Wissen. Unsere Krankenkassen sind schon so ganz speziell. Also wir haben tatsächlich einzelne Übernahmen, aber wieso, weshalb, warum, kann man nicht so wirklich ersichtlich machen. Es liegt wirklich daran, an wen man kommt, an welche Mitarbeiter und so, ja. Und es gibt auch sehr mutige Krankenkassen, wirklich mutige Krankenkassen. Und dann gibt es halt Krankenkassen wie meine, sich auf meine Sicherheit berufen, also die Angst um meine Sicherheit. Ja. Das hatten sie tatsächlich die letzten 25 Jahre noch nie. Bei keinem Medikamentencocktail, den ich geschluckt habe, haben sie mich jemals angerufen und gefragt, Frau Radgeb, ist das schon alles sicher für Sie, was Sie machen? Aber jetzt sind Sie um meine Sicherheit. Wahnsinn. Und es kann natürlich ein Placebo-Effekt sein, dieser Anzug. Das lässt sich nicht ausschließen. Ist aber Günstiger Placebo-Effekt.
Also ja. Theoretisch wäre es, also bei der Symptomatik, die du beschrieben hast, definitiv ja irgendwie nicht. Aber theoretisch wäre das ja möglich. Darum sind so Studien auch eigentlich ziemlich wichtig. Da wäre es vielleicht ganz geil, wenn Otto Bock da auch nachliefern könnte, weil das wäre ja auch für die gar nicht so schwierig. Gibt's schon. Da, gibt's schon. Okay, ja. Ja, genau. Bin am Laufen, okay. Aber dauert ja natürlich. Ne? Dauert, genau. Ja, oh. Da braucht man, muss man einfach ein bisschen Zeit mitbringen. Ja, genau. Ich mache ja halt meistens. Ne? Das ich ist weiß, wirklich, ja, ja. Es ist wirklich eine Katastrophe, jeden Tag das auf Instagram zu erleben, diese hilflosen Menschen. Ich weiß ja, in welcher Situation sie sind, weil ich in der gleichen war. Ja. Wo jeder Tag die Hölle ist. Die Hölle, die absolute Hölle. Ja. Und dann nicht an dieses Hilfsmittel zu kommen, weil irgendjemand beschließt, du bekommst es nicht. Ja. Das ist ja. Das ist einfach nicht geil. Also in Deutschland behindert und krank zu sein, einerseits sind wir total privilegiert, natürlich in so einem Land zu leben, aber andererseits Geld für Zeug auszugeben, wo man denkt, Mann, no meter, liebe Krankenkassen, spart euch das und zahlt doch lieber jemandem den Molly, dann habt euch einiges gespart. Und wir bleiben auch in unserer Würde. Also es ist ja auch würdelos, wie wir behandelt werden. Also ich bin jetzt kein Mensch, der dumm ist oder sowas, aber ich werde so behandelt. Ich werde mit du nicht, also ich bestimme, dass du den jetzt nicht bekommst und beruf mich auf irgendwelche fadenscheinige Gesetze oder was, keine Ahnung. Leute, das ist eine Katastrophe. Was kostet der Molly-Suit, wenn man den jetzt sich privat kaufen wollte? Wenn das so 9.500 Euro. 9.500, ja, mittlerweile, ja. Da hätten sie auch die 10 rausmachen können. Ja. Okay, aber es ist natürlich echt ein ganzer Haufen Geld, den man nicht einfach mal so rumlegen hat. Ja. Aber Mai, du weißt es wahrscheinlich selber aus deiner Erfahrung, behindert und krank sein muss man sich leisten können, das sage ich immer. Ja. Also wenn du so eine Krankheit bekommst, solltest du gleich mal schwer viel arbeiten, damit du für zukünftige Ausgaben Polster hast. Das ist tatsächlich so, ja. Ganz wichtig. Wie findet die Therapie bei dem Molly-Suit statt? Also ich hatte jetzt irgendwie auf der Webseite gelesen, so einmal eine Stunde pro Tag soll man den dann irgendwie anhaben? Genau. Ziehe ich eine Stunde am Tag an und die Stimulation, also der hat ein Steuerungsgerät, das auf mich programmiert ist. Also den Anzug, den könnte ich jetzt von dir anziehen, das ist egal, aber das Steuerungsgerät ist auf mich programmiert und es läuft dann eine Stunde rückwärts. Genau. Ja. Stimuliert dann meine Schwachstellen. Und da mein Körper ja einzige Schwachstelle ist, stimuliert er bei mir natürlich alles. Ja. Genau. Und dann macht er seine Arbeit wunderbar, tatsächlich. Ja. Und während der Stunde dann auch schon Sachen machen? Oder ist das dann einfach nur da liegen? Oder ist es dann auch schon während dieser Stunde besser, was du dann machen kannst? Genau, also während der Stunde mache ich nicht, also ich mache jetzt nichts, wo der Molly irgendwie verschmutzt wird oder so oder nass wird oder sowas, aber ich mache in der Zeit so ein bisschen Physio-Übungen und so weiter, mein Stehtraining, weil ich aufgrund meiner Beugespastik nicht mehr stehen kann, Streckübungen natürlich, dass mein Körper wieder in die Streckung kommt und das mache ich so in dieser Stunde, genau, also dass der Körper wieder weiß, und die Muskeln, die Sehnen, die alle so verkürzt sind bei mir, dass die halt einfach sich langsam wieder in die Streckung begeben. Hoffentlich. Mhm. Und das tun sie auch. Genau, richtig. Millimeter für Millimeter. Ja, also ich frage deswegen gerade so speziell, weil ich dann mit dieser sehr tief in der Materie steckenden Frau darüber gesprochen hatte, was es da vielleicht für eine Möglichkeit geben würde. Und vielleicht, also es gibt ja zwei Arten von Hilfsmitteln. Es gibt einmal halt die Therapie, Hilfsmittel und es gibt einmal den Bänderungsausgleich und dann halt untergliedert den mittelbaren und den unmittelbaren. Und beim mittelbaren Bänderungsausgleich, da könnte man halt vielleicht eine Möglichkeit sehen, dass man den da dann drüber bekommt, wenn du jetzt argumentierst, dass du dadurch, wenn du den gerade am Laufen hast, dass du dann halt zum Beispiel Mama sein kannst, was du ansonsten nicht sein kannst. Und wenn man das so argumentiert, in dem Augenblick wäre es dann ein mittelbares Hilfsmittel und keine Therapie mehr. Und dann gibt es keine Gesundheitsaspekte mehr, die berücksichtigt werden müssen. Mein Gott, weißt du alles weit? Das ist ganz neu. Das ist alles ganz neu. Wieso kenne ich dich jetzt erst? Ja, aber es ist tatsächlich auch ganz neu. Also das hätte ich dir vor einer Woche auch noch nicht beantworten können. So. Cool. Aber das wäre halt tatsächlich eine Möglichkeit. Jennifer beantragt gerade das Novafon.
Und da habe ich dann auch schon durch die Argumentation der Krankenkasse so ein bisschen festgestellt, dass diese, dass der Weg über das Therapiehilfsmittel nicht funktionieren wird, weil dafür müsste halt der gemeinsame Bundesausschuss Studien vorgelegt bekommen und dann diese Massagepistolen-Therapie zulassen. Okay. Darüber würde das dann sehr schlecht funktionieren. Wie gesagt, es gibt immer noch die Möglichkeit, über die UN-Behindertenrechtskonvention das dann durchzubekommen. Aber das ist auch schwierig, auch weil es irgendwo noch nicht viele Urteile gibt, die die berücksichtigen. Aber es gibt dann auf jeden Fall noch die Möglichkeit, das Ganze als, als mittelbares Hilfsmittel zu nutzen. Das heißt, wenn Jennifer jetzt jedes Mal, wenn sie sich umsetzen möchte, vom Rollstuhl ins Bett oder zur Toilette, wenn sie da dann jedes Mal erstmal mit dem Novafon sich die Beine lockern muss, in dem Augenblick, weil die sonst verhärtet sind, verkrampft sind, in dem Augenblick könnte, also das ist vielleicht jetzt eine Argumentationsmöglichkeit, die wir da ausnutzen wollen, das könnte in dem Augenblick als mittelbarer Behinderungsausgleich gewertet werden. Und in dem Augenblick ist halt dieser ganze Therapie- und Studienkram, der ist halt einfach weg. Ja, also das ist tatsächlich so, wenn ich den anhabe, dann bin ich ein anderer Mensch, dann bin ich sofort von der absoluten Spastik, also die ich natürlich nicht mehr so krass habe, entspannt sich mein ganzer Körper sofort. Also das ist der Wahnsinn. Dann kann ich zum Beispiel auch schreiben. Also das kann man sich ja gar nicht vorstellen, was da alles geht, wenn man den anhat. Ja. Und was er halt noch kann, ich habe ja nicht nur MS, ich habe ja auch nur Lipödem. Und was der noch kann, das ist so eine coole Kompression, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das macht er gleich auch noch mit. Also Lymphdrainage brauche ich keine mehr. Ich habe meinen Anzug jeden Tag. Das ist tatsächlich der Wahnsinn. Aber hier müsstest du dann wieder aufpassen, wenn du so nämlich dann argumentierst, in dem Hilfsmittelantrag bist du sofort wieder in der Therapie drin. Ja, und das ist wieder schwierig. Genau. Also da wäre mein Vorschlag so, argumentier besser mit dem, was du dann kannst. Also wenn ich den anhabe, kann ich schreiben oder dann kann ich, vielleicht gehst du wirklich auf diese Mama-Argumentation ein, dann kann ich meinem Kind bei den Hausaufgaben helfen. Zum Beispiel. Weil ich ihr was aufschreiben kann. So, das ist ja zum Beispiel ja eine. Ja, genau. Und das wäre dann tatsächlich eine Argumentationsmöglichkeit, die greifen könnte, als mittelbarer Behinderungsausgleich. Ah, nur mal so. Mittelbarer Behinderungsausgleich, mein Gott. Ja. Ich muss nachher alle zu deinen alle zu dir bringen. Alle. Ja, also tatsächlich habe ich zu dem mittelbaren Behinderungsausgleich noch nie ein Video gemacht. Das ist jetzt gerade erst diese ganz frische Geschichte. Es kommt noch, genau. Aber ich nehme ja auch Videoschnitte von diesem Livestream dann und sortiere die dann halt, thematisiere die dann nochmal anders. Oh, genau, also kommt noch alles. Ja. Mega. Gut. Jetzt haben wir die Medikamente als Therapieform, jetzt haben wir das Novafon als Therapieform, den Molly-Suit. Gibt es noch weitere Therapiemöglichkeiten? Achso, die Physiotherapie, Ergotherapie. Ja, genau. Also eigentlich, sagen wir mal so, es gibt schon, wir haben dann noch die Hilfsmittel, ne? Also, aber so wirklich Therapien, also was natürlich immer ist, ist die Intensivtherapien, wenn jemand 2 Wochen Intensivtherapie, Ergo, Logo, Physiotherapie bekommt, also das alles geballt. Aber sonst, unsere Klinikaufenthalte, Reha, aber sonst, also weiß ich jetzt von niemandem, der mit irgendwas hinter Busch vorkommen ist. Na gut, das ist ja auch gar nicht so wenig. Gerade wenn du jetzt sagst, 25 Medikamente gibt es da schon. Ist das ja schon umfangreich. Wenn jetzt sogar noch mehr. Ja, also und ja auch wesentlich mehr als das eine von vor 40 Jahren. Ja, genau. 25 Jahre ist das jetzt her. Ja, 25, genau. Da war das schon eine andere Hausnummer. Die MS. Genau. Ja, da hat man auch bei der Diagnose der Neurologe damals zu mir gesagt, oh, jetzt haben sie MS, jetzt können sie nie Kinder bekommen. Also das würde heute kein Mensch mehr sagen. Nee, da kennst du. Das sagen die definitiv auch immer noch. Ja. Ich hatte neulich eine MDK-Begutachtung, fast ein Jahr her, eine MDK-Begutachtung für mich selbst. Und da hat die Gutachterin gesagt, Jennifer kann ja nicht ihre Pflegeperson sein, weil die hat ja selber einen Pflegegrad. Ah, okay. Das war tatsächlich sehr spannend. Die Regelung gibt es nicht. Die hat die Gutachterin frei erfunden, einfach so für sich.
Genau, also ich habe in meinem Pflegegradgutachten habe ich keine Pflegeperson eingetragen, aber Jennifers Pflegegrad steht drin in der Höhe, was irgendwie seltsam ist, weil eigentlich ist das eine sensible medizinische Information, die nicht einfach so herumgereicht werden darf, ne? Aber die Gutachterin hat das gebracht. Also es gibt solche Aussagen immer wieder. Ist tatsächlich leider, Immer noch an ja. der Tagesordnung, ja. Nur bei dir traut man sich das nicht mehr, dir Ja, sowas zu sagen. Darum. ich glaube schon, ich habe noch nie irgendwelche übergriffigen Neurologen oder Neurologinnen erlebt, noch gar nie. Aber ich weiß nicht, vielleicht mache ich auch den Eindruck, dass sie bei mir nicht ums Eck kommen müssen mit so einem Na, die haben Scheiß. alle Angst, dass sie danach sofort den Bayerischen Rundfunk auf den Hals gehetzt bekommen. Richtig. Ja, genau. Ja, das ist tatsächlich so. Also ich denke manchmal, was sich kranke Menschen gefallen lassen müssen und sich das ja wirklich gefallen lassen und nicht damit an die Öffentlichkeit gehen. Und wir haben doch jetzt unsere Instagram und wir haben doch mittlerweile alles, wo wir doch alles an die Öffentlichkeit gehen können. Also ich finde, wir müssen uns wirklich nicht mehr in stille Kämmerlein vergraben und sagen, oh, okay, das wurde uns angetan und so. Nee, nee, kommt raus aus eure Löcher und sprecht drüber und nennt es beim Namen und nennt die Leute beim Namen und nennt die Krankenkassen beim Namen und die Ärzte beim Namen. Ja, was ist denn da dabei? Na? Ja, der MDK, der reagiert da sehr sensibel darauf, wenn dann Gutachter namentlich genannt werden. Einmal habe ich das vor einem Jahr dann bei der Gutachterin gemacht, habe dann aber auch den Fehler gemacht, dass, also wenn man sowas dann macht, dann sollte man entweder halt ganz stark darauf achten, in der freien Meinungsäußerung zu bleiben, weil sobald man Tatsachen behauptet, braucht der andere nur sagen, nee, das habe ich nie gesagt. Und in dem Augenblick ist man in der Beweispflicht, dass er es doch gesagt hat. Und das kann man in dem Augenblick nicht. Und in dem Augenblick ist das dann halt, ist das dann halt irgendwie eine falsche Tatsachenbehauptung, die man da aufgestellt hat, obwohl es sich halt genauso ereignet hat. Also die Gutachterin hat zum Beispiel nachher einfach gesagt, dass sie Jennifer selbstverständlich nie gesagt hat, dass sie nicht Pflegeperson sein darf. Und dass das auf gar keinen Fall irgendwie eine Diskriminierung war, die da stattgefunden hat. Und ja, dann musste ich das halt entfernen. Aber ich habe mir, also ich will halt gerade noch abwarten. Ich bin gerade noch im Antragsprozess, ob ich dann den Pflegegrad jetzt noch bekomme. Also ist schon ein Jahr her, aber es läuft immer noch. Aber wenn ich den danach durchbekommen habe, dann werde ich auf jeden Fall nochmal ein Video dazu machen und einfach nochmal. Die Gucken, ganzen, ja. also ich sind auch, ich begleite ja regelmäßig so MDK-Gutachten, Okay. und da sind das dann tatsächlich, also da habe ich regelmäßig solche Knaller. Ist sehr schockierend. Ja, aber man muss ja auch sehen, wer da kommt. Zu meiner ersten Begutachtung kam ein junger Pfleger. Ich war seine allererste Begutachtung. Man Ach, kann doch keinen jungen Pfleger süß. zu einer neurologischen Patientin, der Mann war frisch ausgelernt. Sag ja, Kerle, was machen Sie denn bei mir? Was will denn der bei mir? Ich war 17, 18 Jahre, ich habe MS seit 18 Jahren. Ich war fitter wie er in allen Bereichen. Und dann denke ich mal, Leute, also klar habt ihr bestimmt auch Personalmangel und Fachkräftemangel, aber dann müsst ihr halt sagen, ich schicke Ihnen erst in einem halben Jahr jemand Fähigen. Ich kann doch den nicht zu einem ersten Begutachtung einer neurologischen Patientin schicken. Ja, Und nee, der hat dann doch eher so Klassiker, für die das Pflegegradgutachten ja auch gemacht ist, so ein älterer Ja, Rentner. Das macht dann Sinn, ne? Ja. wo die Erstmal so ein Angehörigen bisschen. dabei sitzen und sagen so und so und so und da wo Ja. aber doch nicht bei einer neurologischen Erkrankung, bei der Frau, die noch relativ fit ist, dem habe ich Stiefel Ja. auszogen natürlich in 5 Minuten, gell? Also Ja. das Ja. hat mir dann schon leid getan und dachte, mei, das ist ja klar, dass du nicht lange in dem Job bleibst, würde ich auch nicht, wenn ich es mit soll. Jennifers Mom, die hat das regelmäßig gebracht, wenn dann Gutachter kam, dann hat sie gefragt, kennen Sie sich mit SMA aus? Und wenn die dann gesagt haben, nee, dann durften sie auch direkt wieder gehen. Also Also sehr, sehr tough an der Stelle. Und das ist auch ein Recht, was man durchaus für sich in Anspruch nehmen darf, dass man sagt, sorry, aber dieser Gutachter ist einfach gar nicht qualifiziert, hier die Situation richtig einzuschätzen. Ja, und ich finde es auch schwierig, wenn man einen jungen Mann geschickt bekommt, der dann mit Ja. mir über meine Blasenproblematik sprechen Ja, soll. Also ja, ich war ja. eine junge Frau mit 35 Jahren. Ich will nicht mit einem Ja. 20-jährigen ausgelernten Mensch, mit dem ich vielleicht letzte Woche in Ja. der Disco war, Ja. will ich nicht über meine Blasenproblematik sprechen. Also, das will ich einfach nicht. Ein bisschen Würde Ja. habe ich auch noch. Ja, also, Ja. Ja. es ist tatsächlich so. Da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Ja, Ja. das ist Nein, echt so. absolut.
Ja. Aber auch da hat man ja durchaus das Recht, auch im Vorfeld einfach zumindest den Wunsch zu äußern. Mhm. Und wenn man dann halt den männlichen Gutachter bekommt, kann man den Termin ja auch einfach absagen, weil man sagt, ich habe da drauf. Ja, ich habe jetzt da keine Schwierigkeiten damit, ne? Aber ich denke mal, für viele Menschen ist das ja auch, ich kriege das ja auf Instagram mit, was, wenn ich Themen anspreche, jetzt wie mit der Schwangerschaft, Kinderwunsch, ich kriege unglaublich viel Rückmeldung, aber niemals unter diesem Post, sondern immer im privaten Postfach natürlich, ne? Weil sich viele das gar nicht trauen anzusprechen oder überhaupt, oder Partner oder Eltern wissen gar nichts von der Erkrankung. Also, das ist unglaublich, was man da erlebt. Das ist echt so. Ja. Krass. Gut, wir sind eigentlich immer noch bei dieser Therapienfrage. Wir machen mal kurz ein bisschen weiter. Wir müssen 2 Stunden einplanen. Es sieht so aus, ja. Wir sind schon 45 Minuten dabei und es kommt mir gerade so vor, als wenn wir 15 Minuten miteinander reden. Ja. Krass. Ja. Aber der Livestream geht auch immer so zack, also 2 Stunden sind dann so weg. Krass. Welche Selbsthilfegruppen gibt es für MS, die Interessen vertreten? Also natürlich gibt es die DMSG, das ist die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft. Unter deren Deckmantel organisieren sich viele örtliche Selbsthilfegruppen. Genau, also da kann man sich hinwenden. Dann gibt es in Baden-Württemberg und in der Schweiz ist das zum Beispiel die Amsel. Da gibt es die DMSG nicht. Genau, man kann ja einfach immer örtlich schauen. Die Neurologen und Neurologinnen sind da eigentlich auch immer gut damit vertraut, wer da so vor Ort Ansprechpartner ist. Und was natürlich die wichtigste Selbsthilfegruppe ist, ist tatsächlich Social Media. Das ist tatsächlich so. Also meine Selbsthilfegruppe ist Instagram. Ja. Und absolut, absolut. Ja, schön. Genau, ich muss auch nicht aus dem Haus, weil das ist ja bei uns MSler auch mal so schwierig, ne? Ja. Freitagabend, 18 Uhr irgendwo zu sein. Wenn dann vielleicht der Blase oder der Fatigue oder sonst was nicht mitmacht, dann kann es halt da nicht sein. Ne? Also das ist leider so. Jetzt hast du Fatigue angesprochen. Für Fatigue gibt es ja noch eine andere Organisation. Wo habe ich jetzt das Dings hingelegt? Wartet mal kurz. Habe ich verlegt. Okay, egal. Aber also Fatigue ist auch ein Teil von MS. Ja, das ist ein ganz böser Teil, weil man den halt einfach nicht sieht. Mein Rollstuhl, den sieht man halt einfach, aber die Fatigue. Und das ist nicht einfach ein bisschen Müdigkeit oder so. Ich meine, ich muss dir das nicht erzählen. Ne? Das ist was, das ist wie wenn dir jemand einen Schlag auf den Kopf und dann bist du einfach weg. Und das ist schon eine sehr häufige Ursache und natürlich auch eine sehr häufige Ursache, warum wir berentet werden. Weil wir überhaupt gar nicht mehr in der Lage sind, da zu folgen, ne? Oder das durchzuhalten. Ja. Krass. Ja. Das heißt also, es ist gar nicht ausschließlich dieses Körperliche, sondern halt auch einfach diese Erschöpfung Gar nicht. Ja. Also, ich kenne MSler in meinem persönlichen Umfeld, der ist noch körperlich. Also, er hat natürlich jetzt auch den Molly natürlich in meinem persönlichen Umfeld. Natürlich. Der ist körperlich. In meinem Umfeld haben den jetzt alle. Ja, glaube ich. Der ist körperlich gar nicht so schlecht beieinander, aber der ist kognitiv unglaublich betroffen. Also das kann man sich gar nicht vorstellen, wo man denkt, ja, liebe Leute, das ist ja das an dieser Krankheit, die macht einem schon manchmal Angst, gell? Man denkt, was macht die, was kann die? Ja. Ne? Also unglaublich. Ja, das ist schon, also da gibt es schon Symptome. Ja, und sage ich mal, 90% sind einfach unsichtbar. Man sieht sie nicht. Ne? Wenn du mich jetzt so siehst, also ich hatte auch schon mal einen Fall, da war ich lang gesessen mit Freunden beim Pizzaessen und da konnte ich noch stehen und gehen und bin aufgestanden und hat am Nebentisch ein junger Mann gesagt, du bist ja behindert. Also der war völlig dachte, den muss ich jetzt gleich trösten. Ich war da die ganze Zeit gesessen, klar, der hat mich nicht gesehen und dann bin ich halt aufgestanden, hat mir die Stecken und habe mich erstmal sortiert, bis ich mal loslaufen konnte. Gell? Und der war völlig fertig mit seinen Nerven, dachte, schau, äußerlich sieht man mir ja auch erstmal nichts an. Ne? Und dann, kommst du da mit Diagnose und also du erlebst schon lustige Sachen, Ich bin jetzt gerade, also ich habe den, wo habe ich das denn gerade hingelegt? Ich hatte es dir vorhin noch gezeigt, als wir über die Kameraeinstellung geredet haben. Hier.
Und zwar fand ich das nämlich tatsächlich ganz geil, was, also, weil die Fatigue ist ja zum Beispiel gar nicht etwas, was für den Pflegegrad ausgelegt ist. Krass. Also der Pflegegradrechner, also beziehungsweise diese Begutachtung, die ist überhaupt nicht auf Fatigue, nicht mal ansatzweise, weil theoretisch kannst du ja alles, du kannst halt nur nicht alles irgendwie an einem Tag. So. Und das ist halt eine Schwierigkeit, die der Rechner ganz, ganz, also beziehungsweise in dieser Begutachtung, in diesem Gutachten nicht erfasst werden kann, außer wenn du dann halt durch so ein Tagebuch deutlich machst, was für einen Unterstützungsbedarf du dann halt über einen längeren Zeitraum regelmäßig hast. Okay. Und davon kann der Gutachter das dann ableiten. Und da, also das ist jetzt nicht der Ratgeber, aber die Fatigatio e.V., die waren da, die haben da so einen Leitfaden zu entwickeln. Okay. Siehst du das? Ja, ich sehe es. Ja. Genau. Und die haben da so einen Leitfaden zu entwickelt. Auch so ein Heft, halt nicht zu Rente und Schwerbehinderung, sondern dann halt zu Pflegegrad, Pflegeversicherung. Mhm. Okay. Unfassbar wertvoll, weil die da halt relativ gut dann zeigen, wie man sich am besten als Mensch mit Fatigue vorbereitet auf diese Begutachtung. Okay, das ist sehr gut, ja, weil das ist oft genau. So, dass das wirklich die Rente scheitert oft, wenn man denkt, du kannst doch gar nichts mehr arbeiten, was willst du arbeiten? Aber der Pflegegrad sagt was anderes, ne? Der Pflegegrad. Ja. Aber das ist ja, der ist nicht auf diese Krankheiten eingestellt. Also da nehme ich ja nicht nur uns neurologische Erkrankungen ein, da nehme ich ja alles ein. Ja. Der Pflegegradrechner muss eigentlich für jede Sparte eigentlich separat gemacht werden. Ne? Also das ist, wenn man die Fatigue nicht rechnet, stellt man mich als Erzieherin im Kindergarten vor und ich habe einen Fatigue-Anfall, der soll ich mit 37 Kindern mich im Nachbarraum ins Bett legen. Ja, einfach mal schlafen legen. Kinder, ich schlafe jetzt eine Stunde und dann komme ich wieder oder was. Ja, ja. Also und ja, dann muss ich aber erst nur bieseln, bitte in der Stunde, bitte, gell? Seid mal ganz entspannt. Genau. Oder ja, genau, das unterhalten Sie auch bestimmt dran. Bestimmt. Ja, doch, genau. Genau. Okay. Genau, aber also dann wäre es ja wahrscheinlich sogar irgendwie sinnvoll, sich da irgendwie doppelt zu vernetzen, ne? Also sowohl unbedingt. Bei... Also, ich sage das immer, das Schlimme ist hier, also gerade hier auf dem Land, wo wir einfach nicht so viele Ärzte, Ärztinnen haben, überhaupt keine, also wie Sanitätshäuser oder so, Mangelware und die da sind, überhaupt nicht spezialisiert sind, gerade da ist Social Media so wichtig. Da ist, also ich habe weder, also ich, egal ob jetzt von meinem Mollys-Hut, mein Rollstuhl, mein Zuggerät, mein Blasenmedikament, das ist alles Instagram. Also ohne, weder von meinem Urologen noch von meinem Sanitätshäuser, das habe ich jemals. Also bin ich da gut versorgt worden. Und das ist schon, das stelle ich hier immer wieder fest, wenn ich mit Menschen spreche, die nicht Social Media unterwegs sind, denke mal, Leute, ihr müsst da hin, weil nur da erfahrt ihr alles. Ja. Krass. Das ist so. Jetzt hast du direkt noch das Zuggerät angesprochen. Wir springen hier von einem Thema zum anderen. Ja. Das ist ja auch nochmal ziemlich cool. Damit bist du ja echt super, super cool unterwegs. Sieht auch echt ein bisschen rockig aus bei dir, ne? Ja. Mit der Sonnenbrille auf. Ja, genau. findet mal von der Mama mit dem Essen ein Foto oder irgendwie, genau, doch ein Foto, wo sie keine Sonnenbrille auf hat. Das Vergnügen hatte ich nämlich jetzt neulich. Ja, ich habe eine Allergie. Genau. Ja. Aber ist ja auch ein sehr, sehr cooles Hilfsmittel. Hast du das einfach so durchbekommen? Ach, ja, also das war ganz schwierig, weil ich wurde mal fehlversorgt über Sanitätshaus. Also das ist schon viele Jahre her. Und dann hatte ich Gott sei Dank Besuch von meinem damaligen Hilfsmittelbearbeiter von meiner Krankenkasse, um diese Sache zu klären. Und aufgrund dessen, weil er mich besucht hat, haben wir das gut klären können. Ich musste in den Widerspruch gehen natürlich und so weiter, aber dann konnten wir das persönlich bei einem Hausbesuch, der ist von Kempten hierher gefahren, und dann konnten wir das gut miteinander klären, weil ich gesagt, ich kann für diese Fehlversorgung durch Sanitätshaus konnte ich nichts. Ich war einfach schlecht beraten, fehlversorgt. Ich habe Leuten vertraut, bei denen ich dachte, die haben voll den Plan, hatten sie aber nicht. Ja. Und dann wurde mir praktisch angelastet, du bist versorgt, du wurdest versorgt. Ja. Also du brauchst das Zuggerät nicht, du hast den E-Rollstuhl abgegeben. Ich brauche kein E-Rolli, ich konnte ja noch gehen. Ich brauche kein E-Rolli und so. Also das war Mods, das Geschieß natürlich. Und dann ging es aber doch relativ zügig mit der Genehmigung, also für meine Krankenkasse.
relativ zu. Ja. Okay. Also immerhin musstest du nicht klagen. Das ist ja auch schön. Ja, das wäre der nächste Schritt dann gewesen. Ich hätte es durchgeklagt, natürlich. Ja. Aber weil eben dieser Mitarbeiter dann gesagt hat, wir machen einen Hausbesuch. Ich habe gesagt, kommen Sie doch zu mir heim, schauen Sie sich die Situation an. Ist nur E-Rollstuhl. Ich lebe in einem Dorf mit etwa 300 Einwohnern. Ich kann mit diesem E-Rollstuhl hier in der Nahe, wir haben nicht mal einen Geldautomaten irgendwas. Ja. Was soll ich denn hier machen mit dem? Also ich brauche ja Reichweite, ne? Und ich habe ein Kind, wo ein Kindergarten muss und so weiter. Echt, du hast mit der Reichweite argumentiert. Das ist ja eine spannende. Da kann man eigentlich sagen, dass du da Glück gehabt hast, weil es würde ich niemandem empfehlen, mit der Reichweite zu argumentieren, weil die Krankenkassen da ja immer den Nahbereich so eng abstecken. Genau. Aber wenn sie den Nahbereich bei mir sehen und hier 5 Meter ums Haus sind und es gibt nichts im Nahbereich, außer Hauswand vom Nachbarn, gibt es nicht, dann ist das schon ein Argument. Und natürlich ist das auch, wenn die sagen, ja, ein E-Rollstuhl, was juckt uns die Verladung ins Auto und so weiter. Ja. Gell? Aber man muss halt dann immer ein bisschen, man kann schon mit ihnen sprechen. Es gibt vereinzelt Mitarbeiter bei den Krankenkassen, die sich tatsächlich trauen, mit uns Versicherten zu sprechen. Und an die sollte man rankommen. Tatsächlich. Also ich hatte mal Glück, jetzt dieses Mal leider nicht, aber ich hatte schon mal Glück. Ja. Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, überhaupt mit den Krankenkassen zu sprechen. Also es gibt viele Leute, die irgendwie darauf schwören, aber ich habe eigentlich nur negative Erfahrungen damit gemacht. Auch Jennifer, also da haben wir auch ein Video mal zu gemacht, telefoniere niemals mit der Krankenkasse. Hab ich gesehen, das Video. Hast du gesehen? Ja. Ja, genau. Also wo Jennifer dann gesagt wurde, dass sie keinen Anspruch hat da auf diese Krankenfahrt, außer natürlich unter der Voraussetzung, dass Pflegegrad 3 oder das AG. Und dann sagt Jennifer, ja cool, ich habe beides. Ach so, ja, nee, das geht aber dann trotzdem nicht, hat die Frau am Telefon dann gesagt. Und dann gab es die Anfrage per E-Mail nochmal, die gleiche Anfrage. Und dann haben die gesagt, ist nicht mal genehmigungspflichtig, ist natürlich eine Krankenfahrt. Der Arzt soll da einfach die Krankenfahrt ausstellen und dann ist das Ding durch. Problem gelöst so. Also völlig, also zwei völlig unterschiedliche Aussagen da. Ja, aber man hat halt auch oft einfach auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen am Telefon, die leider wenig Ahnung haben. Also das, ich will es Ihnen jetzt nicht unterstellen, aber es ist tatsächlich so, egal mit wem ich telefoniere. Es ist einfach, du denkst, oh Gott, warum ich, wieso habe ich den schon wieder am Telefon? Ne? Aber das ist einfach so. Ne? Keine Ahnung, welche Kompetenz man haben muss, um bei der Krankenkasse zu arbeiten. Vermutlich nicht viel, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja, es ist halt dieser Sachbearbeiter, der klassische Sachbearbeiter, der sich auch gerade mit diesen medizinischen Geschichten und den Auswirkungen gar nicht so auskennen muss, ist, glaube ich, nicht Teil der Ausbildung. Nee. Keine Ahnung. Ja, die ganzen Krankenkassen gehören revolutioniert. Das ist einfach so. Das ist so. Gibt es Alltagshürden? Und wenn ja, wie löst du die? Ja, mein ganzer Alltag ist einzige Hürde. Ne? Also hier im Haus ist alles okay. Hier komme ich gut zurecht. Aber durch das, dass ich natürlich nicht nur meine Hürden zu bewältigen habe, sondern ja auch noch zwei Kinder, da kommen ja die Hürden mit dazu, ne? Also Kindergarten bringen und abholen macht bei uns ausschließlich die Oma. Tatsächlich, weil ich die Schnauze voll habe von diesem ständigen, da ist Türle zugeparkt, wo ich überhaupt nicht reinkomme. Die Tür ist nicht zu öffnen in der Garderobe, die ist viel zu schmal. Das kann man einmal anbringen, zweites Mal, beim dritten Mal denkt man sich, nein, dafür habe ich keine Kompetenz, aber dafür braucht sie mich auch nicht mehr in irgendwas einplanen, lasst mir mal Ruhe. Genau. Schule habt ihr ja vielleicht mitgekriegt, Bayerischen Rundfunk, den Film. Ja, das sind meine Alltagshürden, dass ich mich immer rechtfertigen muss für meine Teilhabe und dass ich jetzt sagen muss, ich bei mir geht es nicht um nicht wollen, ich kann nicht. Ich kann nicht. Und es sind ja oft nur Kleinigkeiten, die verändert werden müssen und die ein Mordsdrama immer darstellen. Ne? Also überall. Ich komme ja, weder mein Neurologe ist barrierefrei, bei meiner Hausärztin war ich nie wieder, seit ich im Rollstuhl sitze. Also keine Chance, da überhaupt reinzukommen. Und dann lebe ich so auf dem Land, dass ich keine Alternativen habe. Es gibt bei mir keine Alternativen. Also du in Berlin gehst halt zum anderen Neurologen. Naja, aber wenn man da einen guten gefunden hat, es gibt ja auch dieses Wunsch- und Wahlrecht der Ärzte, dann ist das halt schon ärgerlich. Also Jennifers Neurologe ist auch nur begrenzt barrierefrei, also einfach mit 3 Stufen zum Eingang. Hat dann, also nach den 3 Stufen kommt ein Aufzug. Ja, genau. Also, ja,
das geht halt gar nicht für mich. Ja. Wenn ich da eine Praxis reinmache, wenn ich eine Neurologie bin, dann muss ich einfach barrierefrei, da muss ich eine barrierefreie Toilette haben. Ja. Und Gott sei Dank, sonst kann ich keine Praxisgenehmigung bekommen. Ja. Ganz einfach. Wenn ich ein plastischer Chirurg bin, ist das was anderes. Um Gottes Willen, dann operiere ich keine Rollstuhlfahrer. Aber nicht, wenn ich ein Neurologe bin. Ne? Also das sind halt so Sachen, da ärgerst du dich halt immer rum. Ne? Ja. Ja. Warte einmal ganz kurz. Ich muss einmal kurz mein Notebook laden. Dadurch, dass das ja alles live ist, kriegt man das dann auch immer mit. Ich hatte gerade gesehen, dass der Akku nicht mehr ganz hält. Oh, das wollen wir natürlich nicht. Auf einmal wäre ich weg und dann wüsstest du gar nicht, warum. Aber das mit dem Bayerischen Rundfunk, da hast du dann, also in der Doku, die da über dich gedreht wurde, wurde ja einfach mal sehr schön gezeigt, dass du einfach nicht deine Kinder zum Klassenraum begleiten kannst. Nee, ich habe die Klassenlehrerin meines Sohnes in der Grundschule nie gesehen. Nie. Ja. Trotz meiner Angebote, ihr dürft zu mir heimkommen, ihr dürft bei mir gerne heimkommen. Also ich bin ja die Letzte, zu mir kann das macht man nicht und so. Also auch mit dem Angebot, ist das ja voll die Berührungsangst mit einem Menschen mit Behinderung gewesen oder ist das allgemein? Ich weiß es nicht, nee, einfach mal gesagt, nee, machen wir nicht. Ja, ja. Ja. Okay, das ist aber dann ein blindes Vertrauen, was du da so haben musst in die Ausbildung von deinem Sohn. Ja, also das war die Grundschule, jetzt ist er in einem Gymnasium, das Gott sei Dank teilweise barrierefrei ist. Also ich war jetzt auch zum ersten Mal auf einem Elternabend, also ich habe mich gleich so gefreut, ich muss gleich weinen, wo wir zum Auto gekommen sind. Der erste Elternabend gehen kann, gell? Ja. Einfach gehen kann, ohne vorher das und das. Natürlich muss vorher immer abgeklärt sein, Leo, gell, komm ich dahin, Leo, gell, besorgt den Kloschlüssel. So, also, aber ich kann da einfach hingehen. Sowas ist für mich nicht selbstverständlich. Null. Ja, krass. Ja, das ist einfach so, ja. Also ich bin jetzt dann froh, wenn meine Tochter in der Grundschule ist, wenn das einfach immer weniger wird, wo man mit agieren muss, ne, als Eltern. Ja. Das ist einfach für uns behinderte Menschen so anstrengend, weil einfach, ich könnte ja, also, aber das Umfeld passt ja einfach nicht und und man hat einfach halt irgendwann keine Lust mehr, ständig da mehr als sagen kann man es nicht, weißt du, das geht nicht. Gell? Das war in dieser Doku dann auch so schön nochmal dargestellt mit diesem Versuchen der Umsetzung dann, dass dann zum Beispiel da diese Rampe gebaut wurde, die einfach völlig... Ja, das ist eine Transportrampe, sage ich immer. Das ist keine Rampe von den Rollstuhlfahrern, das ist eine Transportrampe. Das ist, oder der Bürgermeister, der sich plötzlich völlig inklusiv darstellt. Ihr hättet den erleben müssen, als ich mit ihm in Kontakt treten bin. Ja. Erst als der Bayerische Rundfunk sich eingeschalten hat, waren sie plötzlich ganz inklusiv und Gott, wenn da ein Kind im Rollstuhl kommt, ich dachte, das ist ja komisch. Plötzlich hast du solche Gedanken vorher. War ich das scheißegal, ne? Also das Gesicht nach außen, ne? Öffentlichkeitsweg. Genau, ja. Genau. Okay. Tatsächlich haben wir auch hier in unserem Park um die Ecke, da haben wir auch jetzt so einen missglückten Versuch einer Rampe, wo dann auch, aber ich glaube, also die geht relativ human, fängt das Ganze an mit der Steigung, bis sie dann kurz vor Ende festgestellt haben, dass das nicht ausreicht, um dann halt die Plattform zu erreichen. Und dann geht das Ganze auf einmal so steil weiter. Also es sieht schön aus, aber ich hatte dann, also das Ganze ist eh auf einem Berg, also als manueller Rollstuhlfahrer muss man da eh dann schon sehr fit sein, um überhaupt zu der Situation zu kommen. Ja. Ich hatte da mal einen gefragt, den ich dann da oben getroffen habe, also nicht auf der Plattform, sondern halt auf dem Weg dorthin und die konnten mir dann aber gar nicht sagen, ob sie das irgendwie schaffen können, aber ich glaube es nicht, weil sobald du umgreifst, bist du wieder zurückgerollt. Ja, genau. Ja. Das ist schon, wie ich sage immer, das ist nett gedacht, schlecht gemacht. Immer von nicht behinderten Menschen. Ich sage immer, Leute, fragt mich halt einfach, wenn ihr sowas plant, auch mit dem Aufzug in der Schule, ich hätte euch gleich sagen können, dass ihr so einen Aufzug nicht einbauen dürft, weil ich das weiß, ich habe mich beim Einbau meines Umzugs, Aufzugs ewig damit beschäftigt und die auch bei den Aufzügen steht da dabei, nur für den privaten Gebrauch. Also das steht ja schon allein dabei, da muss ich doch als öffentliche Einrichtung gar nicht weiter gucken. Ne? Ja. Also, aber eigentlich schon Ende. Ja, genau. So ist es halt, gell?
Aber dann schaffst du es ja tatsächlich auf eine unfassbar beeindruckende Weise auch einfach das Ganze öffentlichkeitswirksam irgendwie darzustellen. Wie machst du das denn? Also es ist ja schon beeindruckend, dass dann auf einmal der Bayerische Rundfunk eine Dokumentation über dich dreht. Ist ja der Ja, das Hammer. war ganz witzig eigentlich. Eigentlich sollte es nur um die MS gehen, aber Ja. dann wurde das Material so umfangreich, dass die Frau Zacher vom Bayerischen Rundfunk gesagt hat, da machen wir mehr draus. Und dann war das Material so umfangreich, dass sie gesagt haben, naja, das können wir gar nicht regional machen, das brauchen wir für eine große Sendung im Bayerischen Rundfunk oder für eine Sendung, das war auch für die Frau Zacher dann, die hat da schon viele, viele Jahre nichts mehr dafür gemacht und hat es dann da dafür eben gemacht. Und natürlich begleiten die mich weiterhin, ne, Ja. auf meinem Weg und machen immer wieder Sachen zum Thema, eben jetzt wie mit den Grundschulen und so weiter. Ja. Wer thematisiert es denn? Niemand. Ja. Niemand. Ne? Und genau, da werde ich halt immer wieder begleitet. Oder wenn ich wieder vor so einer großen Hürde stehe, dann kommen die und dann machen wir das wieder. Gell? Und Also. du wunderst dich mit dieser permanenten Begleitung, dass dann jetzt niemand mehr irgendwie übergriffig dir gegenüber agiert. Aber das war So noch ein nie Kamera. So ein so. Kamerateam im Hintergrund und dann Ja. sitzt du da und sagst so, mir gegenüber ist nie jemand übergriffig. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Scheint meine Ausstrahlung zu sein. Ja, aber das war tatsächlich auch schon vor dem Bayerischen Rundfunk so. Zu Ja, mir hat glaube ich. nie irgendjemand was blöd. Ja. Ich habe mir noch nie was Blödes anhören. Noch gar nie. Tatsächlich. Also. Voll die schöne Erfahrung, die du da Ja, machst. ja. Ja, Ja. ist ja schön, weil ich kann das manchmal gar Ja. nicht fassen, was sich andere anhören Ja. müssen. Und ich denke, Ja. was? Ja. Was? Ja. Sowas Ja. sagt jemand? Ja. Krass. Ja. Krass. Das ist wirklich so. Okay. Ja. Wie bist du da auf den Bayerischen Rundfunk dann zugegangen oder sind die auf dich zugegangen? Wie kam das zustande? Also, wir sind ja ein relativ kleiner Landkreis und die Frau Zacher war tatsächlich mal eine Kindergartenmama von mir. Also, ihre Kinder Süß. gingen in den Kindergarten, in dem ich Ja. Erzieherin war. Und dann hat sie mal was gemacht, als wir von unserer Lipidem Selbsthilfegruppe bei einer Ausstellung waren. Da hat sie unsere Lipidem-Fachfrau begleitet. Und ja, wir waren halt immer so, sind wir halt immer in Kontakt gewesen. Genau. Und so Okay. kam das halt einfach. Ja, Ja, genau. ja. Also Ja. einfach umtriebig sein und dann vielleicht Ja, auch mal das ein oder andere. diese Journalistin ist halt auch jemand, die spricht unangenehme Themen an. Also der ist das auch nicht zu so blöd oder sagt, oh nee, da ecke ich jetzt an irgendwo oder Ja. die recherchiert. Also es ist auch sehr unangenehme Themen, ne? Und Ja, das ist kein stimmt. angenehmes Thema. Nee, absolut nicht. Ja. Also vor Ja. allem nervt man damit dann ja auch so die Leute, ne? Also, Ja, es genau. ist ja Schon für den wieder. Bürgermeister mit Sicherheit eine unangenehme Sendung gewesen. Ja, natürlich, die haben sich ja gedacht, als das mit diesem Aufzug nicht durchging, das haben die halt so als Nebenbemerkung in der Zeitung war das gestanden. Die haben ja nie gedacht, dass das so ein Aufhebens praktisch macht. Ja. Ne? Also Ja. da haben die ja vermutlich nicht damit gerechnet. Aber ja, das ist halt so. Ne? Ja. Wenn, Ja, aber wenn stimmt. wir nicht in die Öffentlichkeit gehen, passiert nichts. Das ist Ja. leider so. Ist Krass. leider so. Aber voll cool, dass du es machst, weil ganz viele auch irgendwo so diese Angst haben, dann diese Kommentare, die sie aus ihrem Leben dann schon so gewohnt sind, dann auch nochmal Öffentlichkeit, also mehr in der Öffentlichkeit dann ausgesetzt zu sein. Juckt mich gar nicht. Also auch wenn ich blöde Kommentare kriege oder so, das ist mir, also das geht an mir vorbei. Das kann man, ich weiß nicht warum, aber das interessiert mich gar nicht. Ich freue mich wahnsinnig über tolle Kommentare, aber die anderen jucken mich also gar nicht. Null. Wie läuft das eigentlich bei Instagram ab? Kann man da auch dann die User so dauerhaft dann einfach sperren? Klar, ne? Ja, Geht auch. Ja, genau. Ja. die blockiere ich und gut. Aber Ja, ich muss schön. tatsächlich, also ich glaube, ich musste in meinem Leben vielleicht drei Leute blockieren. Wenn, Echt? also wenn Okay. überhaupt, ja. Aber Ja. wirklich, weil die andere Wünsche tätigen, ne? Also sie hatten noch nie näheren Ah Kontakt mit der ja. Fahrerin und sowas, ne? Also Okay. da kommen dann solche Angebote Ja, und okay. ja, da, Ja, aber die nie. Anonymisierung des Internets, ne? Das ist echt, Also ja. da kommen schon manche. Ja, okay. Nein, ist Ja, halt so. okay. Naja. Gudi. Dann ist Physio-Ergo-Logo-Wassergymnastik auch sinnvoll bei MS, aber die Frage hatten wir schon. Ich muss mal kurz. Alles in Wunderbar. Bewegung bleiben. Wir haben schon so viel abgeklärt. Liebe Kerstin, magst du mir vielleicht kurz Den erklären, Molly was Hammer, der oder? Molly-Suit ist und was ihn so wichtig und warum ist er so wichtig für dich und dir gut tut? Ja, also der Molly-Suit ist mein Lebensretter. Also das sage ich Ja. jedes Mal, dass ohne ihn wäre ich nicht mehr hier und ich wäre keine Mama mehr. Und
Ja, der hat mein ganzes Leben verändert, gerettet und das mit meiner Familie gleich mit. Also, er hat zwei Kindern wieder die Mama zurückgebracht, ne? Also, die ihr einziges Häufchen Elend war. Und ja, das kann man niemandem erklären, man muss ihn anziehen als neurologischer Patient. Das war aber auch, du hast da noch eine ziemlich krasse Geschichte damals gebracht, wo wir jetzt auch vorhin noch mal bei Alltagshürden waren. Und zwar hast du ja auch die Problematik mit dem Zahnarzt gehabt, hast du erzählt, dass du aufgrund dieser Spastiken, die so einschießen können, eigentlich gar nicht mehr in der Lage gewesen wärst, einen Zahnarzt Nein, aufzusuchen. nein. Ich war, zwei erwachsene Personen haben mich in kein Auto mehr verladen können. Ging nicht mehr. Also ich war wie eine Litfaßsäule, muss man sich hier vorstellen. Wie ein Betonklotz, den man versucht zu biegen, um in ein Auto reinzusitzen. Das geht nicht. Ich war durch die Spastik, man durfte mich ja auch nicht mehr berühren. Also auch wenn ich gestürzt bin, wenn mein Mann mich dann dran, also wieder zurück an irgendeinen Platz fragt, das ging gar nicht vor lauter Schmerzen. Das kann man sich nicht vorstellen, wenn man diese Spastik und diese Schmerzen nicht erlebt hat. Und meine Angst war tatsächlich immer nur, was ist, wenn ich Zahnweh kriege? Was ist, wenn ich Zahnschmerzen kriege? Mit allem anderen bin ich irgendwie zurechtgekommen, aber immer diese Angst, was mache ich, wenn ich Zahnweh kriege? Wie? Ich komme zur Zahnärztin. Also solche bescheuerten Sachen eigentlich, wenn jemand anders denkt, mehr hast du keine anderen Sorgen. Nee, hatte ich da nicht mehr. Irgendwie, keine Ahnung. Und jetzt auch auf einmal geht's und das wäre jetzt gar Alles kein geht. Problem mehr. Alles geht. Ich hatte so viele Zahnarzttermine hintereinander und es war wunderbar. Und ich gehe dahin und ich Schön. freue mich meines Lebens und ich freue mich, dass ich zum Zahnarzt gehen kann. Andere haben wahrscheinlich Anschluss am Termin. Was? Ja. Und ich freue mich, ach super, Zahnarzt. Ja, es geht auf einmal wieder. Voll Ja, geil. genau. Ja, Ich kann das, das ich ist. kann das. Ja, ich Ja, setze mich um auf krass. den Stuhl. Juhu, genau, Ja. ich stürze nicht. Ja, das ist Sehr, Wahnsinn. sehr Für mich krass. Meilensteine. Also das sind Meilensteine. Ja. Wie wenn dein Baby zum Laufen anfängt. Also das ist wirklich Ja. so, boah, krass. Ja, glaube ich. Ja. Geht wieder. Ja, Ja, Zahnarzt. heftig. Schön. Und was hast du heute noch so Schönes vor? Oh, ich Ja, darf zum Zahnarzt super. Ja, tatsächlich. gehen. Ja, ich kann es Schön. wieder. Ja. Ja. Ein Facebook-User schreibt, Verhältnismäßigkeitsprüfung, siehe CRPDCGC6, Paragraph 6. Muss ich mir nachher mal anschauen, was Auf dahinter Deutsch, steckt. ja. Ja, scheint wahrscheinlich dann irgendwie eine Regelung zu sein, um solche Hilfsmittel zu bekommen, könnte ich mir jetzt sehr gut Okay, vorstellen. wahrscheinlich, gell? Aber das machst ja du, da bist du der Master. Genau. Ich werde das auf jeden Fall recherchieren, was dahinter steckt und schaue es mir dann Okay. auf jeden Fall nochmal an. Sergej schreibt, ich glaube, der Krankenkasse geht es ums Geld, leider. Also wenn ich deine Schilderung jetzt gerade so mal nachvollzogen habe, dann ist das eigentlich eine heftige Einsparung, die sie da haben, sodass es eigentlich wirtschaftlich gar nicht begründbar ist. Genau, das ist ja das. Die haben sich allein schon diesen Molly durch zwei nicht vorhandene Notarzteinsätze bei mir gespart, in denen ich nicht gestürzt bin, in denen nicht zwei Menschen mir. Ich habe mir ja Gott sei Dank nie was gebrochen bei diesen Stürzen. Ne? Das ist ja alles. Ich denke oft, meine Handgelenke, dass die nicht schlapp gemacht haben, das ist ja ein Wunder tatsächlich. Aber das ist das Problem, weil das verschiedene Töpfe sind, weil das nicht ein einziger Topf ist, diese Wirtschaftlichkeitsrechnung, sondern jeder hat seinen Topf und der, wo er meistens spart, ist einfach der Geilste. Ne? Und solange das so ist, funktioniert das nicht so. Wir können, das muss eigentlich ganzheitlich gesehen werden. Also diese Patienten und nicht, ja, nicht jeder Topf einzeln. Ne? Ja, also obwohl ihr bei Mollys Hut, wie gesagt, auch dieser Therapieaspekt noch nicht von diesem gemeinsamen Bundesausschuss einfach genehmigt ist, in dem Augenblick ist der Krankenkasse da zumindest nach dem bisherigen, dem bisherigen üblichen Antragsbewilligungsschema der Krankenkassen halt ein bisschen die Hände gebunden. Es sei denn, man argumentiert halt irgendwie dann anders über die UN-Behindertenrechtskonvention oder man versucht halt diesen Sprung zu kriegen auf den mittelbaren Ja, genau. Auf das Behinderungsausgleich. Video bin ich gespannt. Das musst du heute Abend übrigens gleich noch reinlegen, weil ich jetzt dann alle zu dir schicke. Ja, Okay. genau. Okay. Wie motivierst du deine Follower, wenn diese ihre Hilfsmittel nicht bekommen? Ja, Oh. das ist ganz, ganz schwierig natürlich. Aber
tatsächlich, ich sage immer, Leute, es rentiert sich, es lohnt sich. Mhm. Also kämpft und wenn ihr es nämlich könnt, dann sucht euch jemand, der es vielleicht für euch kann. Also ja. Das ist ja gar, ich hätte das ja jetzt auch nicht mehr können. Ich wäre nicht mehr in der Lage gewesen, mich überhaupt nur auf eine E-Mail einzulassen. Ich konnte das kognitiv vor Schmerzen und so Schlafmangel, kann man das irgendwann nicht mehr. Dann ja. muss man sich jemanden suchen, der das für einen macht. Das ist tatsächlich ja. so. Und ich sage immer, das rentiert sich. Also wirklich, egal ob das Zuggerät oder jetzt der Molly-Suit, das sind die Sachen, die so lebensverändernd sind. Die, ja. da muss man einfach, ich sage, da müsst ihr durch, in diesen sauren Apfel müsst ihr beißen und kümmert euch immer sofort drum. Also sobald die Post kommt von der Krankenkasse, aufmachen, bearbeiten. Sofort, nicht vor dir her schieben, sofort in Angriff nehmen. Das ist das Allerwichtigste. Immer, immer dranbleiben. Und dass die auch sehen, dass du es anschmeißt. Ja. Also das ist ganz wichtig. Ja. 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 Kämpfen lohnt sich, auch das. Immer. Immer wieder. Immer. Ja. Klar. Genau. Das ist auch eine unserer Kernbotschaften. Jennifer hatte das. Jennifer hatte einen Preis neulich gewonnen von einem paritätischen Wohlfahrtsverband. Die PIA heißt der Preis. Paritätischer Preis für Frauen mit Behinderung in Aktion. Cool. Und da hat sie dann... Jahres. Bitte? Kampfsau des Jahres, oder? So ungefähr. Ja, genau. Und da hat sie dann... Da hat sie dann in ihrer Rede gehalten, dass wir hier mit unserem Verein, dass Menschen sich halt, Menschen mit Behinderung fühlen sich halt häufig dann wie David gegen Goliath, nur ohne Steinschleuder. Mhm. Und wir wollen dann jetzt halt diesen Menschen nicht nur zeigen, wo die Steinschleuder liegt, wo sie ihre Steinschleuder finden, sondern wir wollen ihnen auch noch zeigen, wie viel Spaß es machen kann, sie abzufeuern. Weil dieses Erfolgserlebnis ist nachher natürlich dann der Hammer, wenn sich das Ganze dann so auszahlt, wenn du das Ganze dann halt bekommst. Ja. Und selbst wenn es dann irgendwie abgelehnt werden sollte durch ein Gericht, dann kann man halt immer noch mal sagen, okay, dann argumentieren wir noch mal anders und machen es einfach noch mal. Also geben einen anderen einfach Weg. Einfach den gleichen Antrag noch mal mit einer anderen Begründung. Ja. Genau. Wie viel so eine Begründung auch ausmachen kann, das haben wir jetzt gerade bei einer anderen Klientin, die einen Rollstuhl haben wollte, erlebt. Und also mit ihrer Begründung hätte das nämlich zum Beispiel auch nicht zum Erfolg geführt. Sie hatte halt vor 3 Jahren erst ihren letzten E-Rollstuhl bekommen mit Höhenverstellung und allem. Und da wollte sie jetzt aber halt einen neuen. Und mit ihrer Begründung hätte es aber niemals geklappt. Und jetzt haben wir die Begründung... Jetzt haben wir die Begründung dann halt für sie geschrieben und haben danach noch die Vergleichsangebote der Krankenkasse abgelehnt. Es war jedes Mal ein krasser Aufwand, aber nach einem Jahr ist sie jetzt mit dem Verfahren durch und hat gerade gewonnen. Also, es geht. Cool. Es geht schon. Man muss einfach dranbleiben und man muss denen zeigen, hier bin ich. Und das macht ihr mit mir nicht. Mit mir nicht. Genau. Mit mir müsst ihr euch auseinandersetzen. Ja. Genau. Wie bleibst du selbst stark, dein Leben mit deiner Familie so zu meistern, wie du es tust? Man hat keine Wahl, sage ich immer. Also ich habe die Wahl, entweder kacke ich voll ab, gell? Also was heißt die Wahl? Wenn jemand eine psychische Erkrankung hat oder eine Depression, dann kann er nicht mehr anders. Aber davon bin ich Gott sei Dank immer schon verschont geblieben. Also ich bin unglaublich resilient und psychisch unglaublich belastbar, seit ich den Molly wieder habe. Ne? Also seitdem bin ich wieder... unglaublich stark, das vergisst auch manchmal, dann vergisst mein Psyche, dass da unglaublich kranker Körper drin steckt, also das passt dann immer nicht so zusammen und das ist einfach, das liebe ich einfach und ich kann mittlerweile sehr gut auch unterscheiden, also ich tue zum Beispiel nichts mehr, auf das ich keine Lust habe oder ich gebe mich nämlich mit Menschen ab, die nur Kraft koschen oder die mich aussaugen oder so, das tue ich alles nicht mehr. Und seit ich das mache, also ich weiß genau in meinem Leben, was brauche ich nicht, wer ist wichtig, wer ist nicht wichtig. Seitdem habe ich auch wieder unendlich viel Kraft und so, das ist einfach so. Ja. Und meine Kinder motivieren mich natürlich, die brauchen mich, das ist einfach so. Die brauchen mich. Ja. Und ich bin ja auch keine Mutter, die anderen gern was überlässt. Also ich bin so eine Mutter, die halt ich kann das schlecht meinem Mann überlassen. Also ich bin so eine Mutter, wo ich so ein bisschen Kontrollzwang hat. Ich mach's lieber selber. Lass es mich machen. Oder das ist einfach so. Ne? Ich gebe gern ungern ab.
Ganz Ungarn. Ja, okay. Ich mache es lieber selbst. Ja. Ja, okay, schön. Jetzt hast du da ja sehr viel Persönliches, aber es ist ja auch eine sehr persönliche Frage. Also ich versuche gerade dann immer noch mal so ein Learning dann für andere. Was würdest du anderen raten, wie sie so zu ihrer Kraft finden? Fragen wir doch mal so. Das ist ein Prozess. Das kann man nicht, da gibt es kein Rezept, das ist ein Prozess. Und das macht tatsächlich, das Leben macht es mit dir. Mhm. Und du bist ja die Summe deiner ganzen Erfahrungen. Und ich habe jetzt 25 Jahre diese Krankheit an der Backe. Also ich bin länger krank als gesund in meinem Leben. Ich kämpfe länger mit Krankenkassen, mit meinem Umfeld, wie ich es nicht tue. Ich musste immer schon mehr tun. Also das ist ja bei uns Behinderten immer so. Wir wollen ja nicht so, also die kann das nicht wegen ihrer Behinderung, deswegen müssen ja wir immer noch besser sein und noch toller und noch mehr abliefern, um ja nicht zu sagen, ja, die Behinderte kann das nicht oder was weiß ich. Also das ist, also man muss einfach lernen zu wissen, wer man ist. Das ist einfach so. Und unbedingt unterscheiden zwischen Wichtigem und Unwichtigem. Unbedingt. Ja. Das ist bei so einer Krankheit das Allerwichtigste. Ich muss mit diesen Löffeln, von denen sprechen wir immer, unbedingt haushalten. Wie viele Löffel habe ich? Und mit denen muss ich haushalten. Und verschwende keine Löffel an Menschen oder Dinge, die es nicht wert sind. Ja. Ja, das ist auch was wir dann häufiger sagen. Such dir deine Kämpfe aus. Also überleg dir, ob du jetzt irgendwie wegen 25 Euro Pflegegeld, die dir da irgendwo mal gefehlt haben, ob du dafür kämpfst oder ob du einfach den Blick voraus und irgendwie ein nächstes geiles Hilfsmittel dann beantragst. Ja. Genau, das ist so, ja. Sehr cooler Tipp. Das ist so, ja. Und dich einfach nicht mit Menschen abgeben, die dir nichts bringen. Also ich frage mich bei jedem Mensch, habe ich Bock auf dich oder motivierst du mich irgendwie? Nee. Also Menschen, die nur zum Beispiel über andere reden oder auf die habe ich keine Lust. Das will ich nicht. Ich brauche Menschen, mit denen ich motiviert in die Zukunft schauen kann, mit denen ich was erarbeiten kann, mit denen ich diskutieren kann und so weiter. Ja. Alles andere, nee, mache ich nicht. Tatsächlich. Der liebe Sascha fragt, kann man mit MS noch arbeiten gehen? Ja, ganz unterschiedlich. Also es gibt tatsächlich, ich kenne eine, die arbeitet nach 40 Jahren mit ihrer MS-Diagnose noch Vollzeit. Ja. Dann gibt es Menschen, die arbeiten können nach 2 Jahren MS-Diagnose nicht mehr arbeiten gehen. Das ist ganz unterschiedlich. Also ich bin nach der Elternzeit mit meinem zweiten Kind nicht mehr zurückgegangen in die Arbeit. Es wäre nicht mehr gegangen. Das ist ganz unterschiedlich, je nachdem, wie sie verläuft. Ne? Ist bei jedem anders. Und das ist halt auch manchmal die Schwierigkeit mit der Rentenversicherung. Also ich hatte nie Schwierigkeiten mit der Rentenversicherung. Das ging bei mir innerhalb von Wochen über die Bühne, die Berentung. Aber bei manchen, wo man denkt, was wollt die denn von dir? Du kannst schon gar nicht mehr gerade stehen. Was wollen sie denn von dir? Ganz unterschiedlich. Da haben wir es auch wieder, an wen du halt hinkommst und welche Erfahrungen die auch haben. Ne? Und so ist das halt. Ja. Aber im Grunde kann man arbeiten mit der MS, natürlich. Ja. Ich bin eigentlich gerade mein neuer Lieblingsfokus in dem ganzen Bereich Arbeitsassistenz, beziehungsweise allgemein dann so Hilfsmittel auch für die Arbeit. Und da hattest du ja vorhin gesagt, dass gerade so was die Fatigue angeht, wenn ich dann mit 30 Kindern, die ich da betreuen muss, dann auf einmal so eine Fatigue-Schwäche dann bekomme und mich einfach schlafen legen muss, wer betreut dann? Und da ist das tatsächlich eigentlich ziemlich spannend, weil da wäre dann nach meinem Empfinden eine Arbeitsassistenz in dem Augenblick notwendig würde dir dann zustehen, die dann in dem Augenblick die Betreuung der Kinder übernimmt, wenn du es einfach nicht mehr kannst. Genau. Aber hat die pädagogische Ausbildung, ne? Also das ist ja... Das müsste man dann gucken, ob man das so argumentieren, also beziehungsweise ob man... Also, aber theoretisch gibt es das. Also das hatte ich jetzt gerade bei einem Blindenverband mitbekommen. Es gibt auch da den Anspruch der qualifizierten Arbeitsassistenz. Das heißt, das ist nicht, also die klassische Arbeitsassistenz, die man sich so vorstellt, ist halt der körperlich eingeschränkte Mensch, dem man dann was geben muss, dem man die Tür aufhalten muss und so weiter. Der dann nicht oben ans Regal kommt. Genau. Ich bräuchte als Erzieherin immer jemand, der auf Abruf bereit ist, wenn bei mir die Blase schreit, dann kann ich nicht 10 Minuten nur warten, bis die Abholzeit so vorbei ist. Ja. Ich muss da rausgehen. Ja. So. Also, das ist tatsächlich so. Oder jemand, der einfach, wenn dann St. Martins Umzug ist, wo ich nicht mit kann,
Da muss der übernehmen. Also das sind die Sachen oder eben die Ausflüge übernehmen und so weiter. Ich denke mir, dass oft, seit ich den Molly habe, ist es ja auch wieder cool. Ich gehe ja auch wieder gedanklich in die Richtung, Mensch, vielleicht kann ich ja irgendwann wieder arbeiten. Also ja, das war ja vorher gar nicht zu denken. Aber genau, also aber ich glaube, dass es theoretisch, also ich glaube, es würde dir zustehen, dass du in dem Augenblick dann eine Arbeitsassistenz hat, die dich halt du auch dann während so einer Schwächephase entsprechend deine Behinderung in dem Augenblick ausgleicht. Aber was mache ich, wenn die Assistenz krank ist? Stand der Kindergarten? Ja, das ist eine Frage, da hatte ich neulich mal recherchiert und dann hat irgendjemand geschrieben, das liegt ja dann in der Aufgabe des Menschen mit Behinderung, sich einen Ersatz zu suchen. Das ist ja wie das Auto, was er nutzen muss, um zur Arbeit zu kommen. So muss er auch das machen. Theoretisch hast du aber die Möglichkeit, die Assistenz outzusourcen, entweder zu einer Organisation, die halt dann Assistenzkräfte vermietet, obwohl die dann wahrscheinlich sehr wenige so qualifizierte Assistenzen hätte. Aber du könntest das auch an deinen Arbeitgeber outsourcen. Und in dem Augenblick wären die halt dann verpflichtet, einen Ersatz für dich zu finden. Ja, weil in unserem Beruf ist das ja eh schon, also ich bin Erzieherin. Ich meine, unser Beruf ist ja eh schon ganz katastrophal und schwierig. Ja. Weißt du? Also, Das ist halt auch. Die größte Burnout-Rate haben Erzieher, ne? Ein unfassbar krasser Beruf. Obwohl ich das gar nicht verstehen kann. Ja, klar, also es ist echt der coolste Job auf der Welt, aber natürlich ist es halt einfach so durch die permanente Unterbesetzung und das ist einfach schon heavy, ne? Kann ich mir schon vorstellen. Da muss man schon auch psychisch sehr stabil sein. Unglaublich stabil. Das ist oft das Problem, dass in diese sozialen Berufe ja auch Menschen oft gehen, die leider selber oft ein Päckchen haben, ne? Und das sollte man eigentlich nicht. Ja, da muss man schon sehr. Na gut, also man darf natürlich auch ein Päckchen haben, wenn natürlich, man sich in solchen Berufen. Ja, unbedingt. aber muss psychisch sehr stabil sein. Beziehungsweise dann auch die Unterstützung einfach bekommen, die man dann auch braucht, ne? Beziehungsweise auch die Unterstützung überhaupt erstmal annehmen. Auch das ist ja auch schon ein erster Schritt, der oft dann auch gerade bei psychischen Geschichten lange, lange verschleppt wird. Ja. Okay, aber man kann mit MS noch arbeiten, halt. Und dann kommt nicht immer, das Chamäleon, die 1000 Gesichter, aber halt auch die 1000 Berufsmöglichkeiten, ne? Genau, richtig. Eine Freundin hatte jetzt gerade mir ein Hilfsmittel geschickt. Und zwar, also sie arbeitet am Schreibtisch und dann ist das einfach ein Hilfsmittel, das ist so eine Liege, in die sie sich dann reinlegen kann. Und dann ist der ganze Schreibtisch quasi so für sie gekippt mit der Maus und der Tastatur, die sie bedienen kann, und dann den Bildschirmen, die so über ihr drüber hängen. Und das Ganze ist super krass, Und das will sie dann jetzt wahrscheinlich dann für sich nutzen. Und, Hammer, was es alles gibt, ja. Also so kann man dann auch durchaus, also viele Leute wissen dann gar nicht, dass es solche Hilfsmittel gibt und denken sich, okay, ich kann halt nicht mehr arbeiten oder ich muss mein Studium abbrechen, weil ich es halt nicht mehr schaffe, am Schreibtisch zu sitzen. Statt dass sie sich dann einfach solche Hilfsmittel organisieren und es dann halt vielleicht doch noch geschafft hätten. Darum erzähle ich davon immer wieder, von der Arbeitsassistenz und von solchen Hilfsmitteln, um dann einfach... Gut, dass Leuten es auch nicht gibt. Ja, tatsächlich. Ja, du musst sehr bekannt werden hier auf YouTube. Mal gucken. Genau. Der Lorenz fragt, eine kurze Verständnisfrage, wenn ein Hilfsmittel von der Pflegefachkraft empfohlen wird, zum Beispiel im Rahmen des Beratungsbesuches, benötigt man weiterhin ein Hilfsmittelrezept vom Arzt? Eigentlich nicht. Also eigentlich ist das Gesetz da sehr eindeutig formuliert, dass man in dem Augenblick kein Rezept mehr vom Arzt braucht. Es ist aber natürlich nur auf die Pflegehilfsmittel begrenzt. Das heißt also ein Pflegerahmen oder eine Toilettenlift oder oder ein Schieberollstuhl. Also solche Hilfsmittel. Was die halt auch kennen, gell, oder? Wenn die kommen, dann müssen die das ja auch kennen, das Mittel. Also ich glaube, dass die auch kennen. Ja, also da haben wir halt so für uns entdeckt, dass, also
auch da, ne, die Leute müssen eigentlich selber recherchieren, gehen dann zum Sanitätshaus, lassen sich das, diese Empfehlungsbogen, ja. Es gibt da vom GKV-Spitzenverband so ein Formblatt für, das lässt man sich vom Sanitätshaus schon weitestmöglich, auch schon mit der Argumentation, warum man das Hilfsmittel dann braucht, ausfüllen. Und danach kommt dann nur noch die Pflegefachkraft durch einen Beratungseinsatz und füllt halt den eigenen Anteil aus. Okay. Und damit stellt man dann halt auch sicher, dass man kein Hilfsmittel beantragt, was das Sanitätshaus dann, vielleicht nur mit Mehrkosten irgendwie zur Verfügung stellen kann. Das ist, ja. Aber kanntest du das Gesetz schon? Also es ist ja eine Gesetzesänderung vom Anfang letzten Jahres. Dass man halt sowas wie ein Pflegerahmen, also Pflegebettrahmen oder ein Pflegebett oder eine Toilettensitzerhöhung oder halt so ein Toilettenlift oder auch ein BD, was ja auch ein Toilettenaufsatz ist, dass man solche pflegerischen Hilfsmittel einfach über einen Beratungseinsatz genehmigt bekommen lassen kann, empfohlen lassen kann. Und danach darf die Krankenkasse innerhalb von 3 Wochen nur noch entscheiden, ob sie es machen oder nicht, weil die medizinische Notwendigkeit wird aufgrund dieser Empfehlung durch den Beratungseinsatz von der Pflegefachkraft, wird die medizinische Notwendigkeit vermutet. Und nichts anderes macht der MDK, weshalb der MDK in dem Augenblick gar nicht mehr eingeschaltet werden darf. Das finde ich aber cool, dann kriegen die Leute auch endlich mehr Kompetenz, ne, die da zu den Leuten nach Hause kommen. Die kriegen einfach mehr Kompetenz, finde ich gut. Gerade bei diesen Hilfsmitteln, was so ein Pflegerahmen angeht, gut, also so ein Toilettenlift kennen die meisten wahrscheinlich nicht, aber gerade so ein, Toilettensitzerhöhung, das kennt die halt schon alles. Ich weiß nicht, ob die dann mehr Kompetenz bekommen. Ein Pflegeberater hat mir erzählt, in Wirklichkeit ist das eigentlich, weil es halt, es hat jetzt keine Mehreinnahmen bedeutet für diesen Beratungseinsatz, sondern das ist einfach nur mehr Aufgaben, die jetzt bekommen haben und auch keine weiteren Qualifikationen. Nee, also es ist halt einfach nur so eine extra Geschichte. Okay. Aber genau, also das Gesetz sieht eigentlich vor, dass die medizinische Notwendigkeit in dem Augenblick vermutet wird, sodass man kein ärztliches Rezept mehr dafür braucht. Okay. Genau, der Lorenz schreibt noch, oder ist ein Rezept nicht nötig? Genau, ist, glaube ich, nicht nötig. Also unserer Erfahrung nach. Ich auch nur negative Erfahrungen gemacht bis jetzt, wenn die KK anruft. Ja. Also meine Erfahrung, wenn die anrufen, dann wollen sie Ablehngründe finden und dann sollte man vielleicht besser nicht rangehen. Genau. Die liebe Carola schreibt, hilft der Molly auch bei Tetraspastik? Also bei jeglicher Form von Spastik sollte man ihn auf jeden Fall anprobieren. Du kannst in dein Sanitätshaus gehen, deines Vertrauens, wenn die zertifiziert sind natürlich. Du musst erstmal, das kannst du auf der Seite von Otto Bock gut rausfinden, welches Sanitätshaus zertifiziert ist. Und dann gehst du da zu einer Testung hin. Und die fragen dich ja im Vorfeld schon einiges ab. Und dann wird auf jeden Fall festgestellt, ob du dafür in Frage kommst oder nicht. Genau, also auf jeden Fall. Probier's, du hast überhaupt nichts zu verlieren. Gar nichts. Ja. Lorenz schreibt, würde mich auch interessieren. Die Frage mit der Tetraspastik. Mhm. Und zu einigen Zielen können keine Kommentare gesendet werden. Okay, dann sind wir durch. Was? Gut. Dann sind wir durch und es sind erst 1,5 Stunden vergangen. Was? Echt? Okay, dann kann ich meine Kinder wiederholen. Was heißt das? Sind die irgendwo eingesperrt? Die habe ich verschifft. In der kleinen Kammer. Genau, so ungefähr. So Harry Potter-mäßig unter der Treppe. Genau. Ja. Es war voll schön mit dir, gesprochen zu haben. Ich hoffe sehr, dass du so motiviert bleibst, dass du so coole Energievideos postest. Das ist alles wirklich sehr cool, was du da machst auf Instagram. Ihr solltet unbedingt auch nochmal die Mama mit MS unbedingt, der Mama mit MS unbedingt auf Instagram folgen. Alles klein, alles sehr, sehr zusammengeschrieben. Groß- und Kleinschreibung, macht da was aus? Ja, macht was aus, weil natürlich nach meiner Mama mit MS klein zusammengeschrieben kamen ganz viele aus die Löcher mit Mama, Punkt, mit MS und sowas. Ah, also, ja, okay. Ja. genau. Aber sie ist ja auch in der Videobeschreibung direkt verlinkt. Das heißt, da einfach draufklicken und dann findet ihr sie. Unbedingt mal vorbeischauen. Das ist wirklich ein sehr, sehr cooler Content, den sie da erstellt. Dankeschön. Und auch einfach mal sich die
Dokumentation vom Bayerischen Rundfunk anschauen. Da kriegt ihr dann mal so einen Einblick darüber, wo erstmal die Problemlage sein muss, beziehungsweise wo dann so ein Mensch da sein muss, der die Problematik irgendwie erstmal ansprechen muss und was für Probleme es dann so bei der Umsetzung gibt. Das war auch nochmal wirklich sehr spannend. Ja, dass das alles echt nicht so einfach ist. Nein, tatsächlich. Aber gut. Genau. Leben ist eine Herausforderung, gell? Ist einfach so. Ja, ach so, oh, ja, jetzt, ich habe jetzt hier gerade noch eine Frage. Wollen wir das noch kurz machen? Welchen Pflegegrad gibt es bei MS? Wollen wir das nochmal machen? Ja, natürlich, klar. Also dann nur mit der Diagnose MS bekommst du keinen Pflegegrad. Ja, okay. Naja, genau, das ist ja immer so diese Krux. Aber dann machen wir das nochmal kurz. Mhm. Gerne. Bin jetzt gerade am Überlegen, ob wir das so machen oder so. Das machst du, wie es für dich am besten passt. Ich glaube, so ist das ganz gut. Ne? Alles dann gut. Schauen wir uns das hier nochmal an und gehen hier dann in den Pflegegradrechner rein. Wir nehmen jetzt einfach mal, also du hast jetzt ja wirklich einige Kontakte zu so Menschen mit MS. Ja. Dann nehmen wir jetzt einfach mal so einen Querschnitt davon. Ja? Also es muss ja auch gar nichts irgendwie Persönliches sein. Wie sieht das da? Ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob wir zwei machen. Ob wir zwei mal den Pflegegradrechner durchspielen und zwar einmal mit dem Molly-Suit und einmal ohne, um einfach mal dann das Endresultat so einschätzen zu können. Wollen wir das machen? Können wir machen. Also aktuell Positionswechsel im Bett, also so mit Molly-Suit. Wie sieht das da dann so aus? Selbstständig. Selbstständig. Halten einer stabilen Sitzposition? Selbstständig. Selbstständig. Umsetzen? Selbstständig. Fortbewegen innerhalb eines Wohnbereichs. Treppensteigen. Geht nicht, null. Treppensteigen geht nicht, genau. Geht okay. Gut, das zweite Modul ist dann dieses Demenzmodul, aber gerade wenn du jetzt gesagt hast, die Fatigue ist auch noch dabei, dann. Ja. Genau, dann genau. Erkennen von Personen aus dem näheren Umfeld. Das geht bei mir alle, das ist bei mir alles in Ordnung. Das ist bei genau. mir nur die, genau, wenn du halt müde oder so bist, ne? Das ist schwierig. Ja. Die Verhaltensweise, psychische Problemlage, MS ist ja keine psychische Erkrankung. Aber sie hat oft zur Folge natürlich, dass man psychisch krank wird. Das ist sehr häufig der Fall, dass man psychisch, also bei mir jetzt nicht, aber ich kenne ganz, ganz viele, wo das leider. Klar. Also hier die Antriebslosigkeit bei depressiver Stimmungslage. So. Ängste sind unglaublich. Panikattacken. Ja, die sind ganz groß und Ängste, also das ist wirklich, sonst, was haben wir denn sonstige pflegerelevante? Nee. Na, wir haben oben noch so einiges. Wir haben hier so die motorisch geprägten Verhaltensauffälligkeiten, wobei das immer psychisch bedingt sein muss. Genau. Die nächtliche Unruhe. Ist ganz schlimm ohne Molly gewesen. Ganz schlimm. Ja, okay. Ja. Ganz schlimm. Mhm. Nee, selbstschädigend, nicht mein. Genau, also hier ist dann immer nochmal genau die Definition drin in diesem Pflegegradrechner. Also ich nutze immer den Pflegegradrechner von Pflegedschungel, wie man hier links sieht. Weil der das hier, also weil der diese rechtliche Definition halt immer so super. Das stimmt mit diesem Tagesrhythmus, du hast ja keinen Tag- und Nachtrhythmus mehr. Ja, also genau. Gibt's keine mehr. Du bist ja nur noch, also Ja. Genau. Drauf. Selbstschädigendes, autoaggressives Verhalten gibt es nicht. Beschädigen von Gegenständen. Naja, das macht man nicht. Also das macht man unabsichtlich, ne? Also nicht mit Absicht macht man das. Ja. Aber wie macht man, also einfach, weil man was fallen lässt oder einfach, weil man weil was wegwirft? Weil man viel fallen lässt, weil man wohin, also mit dem Rollstuhl, weil man einfach nicht mehr gezielt fahren kann, gehen natürlich Türen kaputt und so weiter, das passiert. Ja. Bettrahmen gehen kaputt und so weiter, das passiert. Ne? Ja. Genau, also da kann man machen, was man will, das passiert. Ja, genau. Physisch aggressives Verhalten gegenüber anderen Personen. Denk ich verbale nicht. Aggressionen. Nee. Naja, muss man dann mal andere pflegerelevante vokale Auffälligkeiten. Schmerzschreie zählen, glaube ich, nicht dazu. Schimpfen, fluchen. Ja, fluchen auf jeden Fall, aber ich weiß nicht, ob man das da so meint damit. Gell? Das ja, nee, es ist alles damit leider gar nicht gemeint. Aber kommen wir mal zur Selbstversorgung. Waschen des vorderen Oberkörpers. Also ohne Molly nicht war das alles nicht mehr möglich. Nee, lass uns mal einmal kurz durchgehen mit Molly und danach einfach danach nochmal ohne. Waren wir jetzt ohne Molly oder mit? Aktuell sind wir ohne Molly. Ja, okay, also waschen, gar nichts, ging gar nichts.
Ach so, sorry, nee, mit Molly. Also wir sind jetzt mit Molly. Also mit Molly. Mit Molly, sorry, ja. Ja, da geht das alles wieder. Da geht alles wieder. Ja, krass. Warte mal schnell. An- und auskleiden, ja, an- und, ja. Ja, mundgerechtes Zubereiten, Essen, Trinken, geht alles wieder. Genau, ohne Molly. Ist bei MS auch eine Schluckstörung durchaus häufiger? Ganz häufig. Okay. Das ist ja oft, da hast du Panik wirklich manchmal vorm Essen, weil du nicht weißt, ist das letzte Mal, dass ich heute, also dass ich schluck. Ja, okay. Hast du schon sehr viel Angst. Was beim Pflegegrad halt eine meiner Lieblingseinschränkungen dann ist, ist die Schluckstörung tatsächlich, weil sie hier, sobald man diese Aspirationsgefahr, dass man halt ersticken könnte, hat, ist das halt sofort überwiegend unselbstständig. Hier ja, das ist, also es ist auch nach wie vor mit Molly noch so, das ist einfach schon, man muss einfach aufpassen. Das ist einfach so. Also ich kann nicht essen und sprechen gleichzeitig. Das heißt, am besten immer jemanden dabei haben, falls da doch mal was ist. Ja, auf jeden Fall. Also es, na guck, sind aber dann haben wir, genau, dann haben wir immer diese Aspirationsgefahr, die weiterhin besteht. Genau. Das ist ja auf jeden Fall dann direkt hier dieses was mit Molly halt so gut worden ist, ich kann jetzt wieder huschen. Das konnte ich ja nicht mehr. Krass. Ich konnte nicht mehr huschen. Ich konnte nur noch bis hierher huschen. Und wenn du dich dann verschluckst, du hast keine Vorstellung, was das für Todesängste sind. Ja. Todesängste. Mein Mann, der hat mir meinen Rücken blau geschlagen im Grunde, dass das rauskommt. Also. Also das ist, also Jennifer wurde beigebracht, dass das auf den Rücken hauen gar nicht so gut sein soll. Ja? Aber wenn man nicht selber nicht mehr husten kann, dann ist das ja vielleicht auch nochmal eine völlig andere Situation. Katastrophe war das. Also ein ganz klassischer Fall, das haben wir jetzt gerade übersprungen, ist das dieses Waschen des Intimbereichs. Da ist eigentlich immer so der Klassiker bei körperlichen Einschränkungen, vorne ja und hinten nein. Genau, also das musst du vorstellen, wenn du eine Spastik hast. Ja. Ja, sind ja deine Oberschenkel so zusammen. Ja. Das ist ja wie wenn du zwei Betonklötze aneinander klebst. Ja. Jetzt wasch dich mal. Ja. Das heißt aber, mit Molly geht das wieder alles. Alles wunderbar. Ja, krass. Okay. Aber er ist ja nur Placebo, deswegen. Genau. Ja. Ja, der darf ja nicht als Hilfsmittel berücksichtigt werden. Genau darum muss man, also das ist tatsächlich ganz spannend hier gerade. Ich hatte kurz überlegt, ob das jetzt irgendwie, wenn wir hier gleich zu einem Resultat kommen, dass dir das dann irgendwie negativ ausgelegt werden könnte. Aber das ist ja mit einem Hilfsmittel, das gar nicht mitgedacht werden darf von der Pflegefachkraft. Genau. Es gibt ja, gibt ihn ja nicht. Genau, und in dem Augenblick hat er da keine Chance. Deswegen sage ich ja immer, die dürfen mir meinen Pflegegrad gerne nehmen. Aber nur, wenn sie den Molly anerkennen. Ja. Dann. Medikation. Wie oft muss man mit dem Molly dann noch Medikamente nehmen? Nichts mehr. Null. Gar nichts mehr? Nein, gar nichts. Null, okay. Ein Blasenmedikament hin und wieder. Aber das kann ich wieder selber aus dem Blister rausdrücken. Das konnte ich ja alles gar nicht mehr. Ja, aber da halten wir dann zum Beispiel ja dieses aufgrund der Schluckstörung, dann auf jeden Fall muss wieder jemand anwesend sein bei der Medikamentennahme. Das ist ja sehr wichtig. Einreibungen und sowas muss auch alles nicht mehr stattfinden, beziehungsweise kann alles selbstständig stattfinden. Alles selber. Ja. Messen und Deuten von Körperzuständen. Alles selber. Körpernahe Hilfsmittel. Du meinst meinen Rollstuhl? Nee, ich meine damit sowas wie so medizinische Strümpfe. Kann ich auch heute noch nicht anziehen. Bräuchte ich, aber kann ich nicht anziehen. Ja, okay. Aber das heißt, das müsste jemand machen. Ja, müsste jemand machen. Genau. Ja. Morgens und abends ist dann ja immer direkt zweimal. Ja, genau. Dann Verbandswechsel, Wundversorgung ist jetzt ja, also gibt ja wahrscheinlich gut, keine... Durch den Rollstuhl und so hast du natürlich schon Wunde stellen und so. Also das muss man immer gut beobachten. Ne? Und das ist natürlich jetzt, da ich wieder viel agiler bin, brauche ich das nicht mehr. Ne? Ja, Musste schon beobachtet werden. Ja. Ja. Und dann. Katheterisierung, nach wie vor. Ja. Beim Kathetern sind wir. Mhm. Was heißt nach wie vor? Das einmal Katheterisierung, das braucht man. Ja. Ja. Okay. Das heißt. Mit und ohne. Das heißt einmal täglich oder? Nein, je nach Bedarf. Was heißt das? Was hast du oben? Was hast du täglich? Ja, das ist jeden Tag. Genau, also es ist täglich, wöchentlich und monatlich. Häufig?
Genau. Täglich 10 Mal, sagen wir mal so. Die Kathartisierung? Ja. Okay, ja, 10 Mal. Ja. Genau, jetzt hast du hier oben direkt gesehen, wie das dann nach vorne gesprungen ist. Ja. Wie sieht das denn dann hier? Ah, okay, 15 Punkte haben wir schon. Jetzt haben wir da noch die Therapiemaßnahmen in häuslicher Umgebung. Das ist einer meiner Lieblingstricks, um einen höheren Pflegegrad zu bekommen. Obwohl ich glaube, nachdem wir jetzt im Feld oben drüber 10 angegeben haben, hat das hier keine Auswirkungen mehr. Aber hier hätten wir halt die Eigenübungen aus einer Heilmitteltherapie heraus. Das heißt, wenn jetzt deine Logopädie zum Beispiel sagt, nimm mal, also üb mal irgendwie Wassergurgeln oder sowas. Und das machst du 2 Mal täglich, morgens und abends, als Ergänzung zu meiner Heilmitteltherapie hier. Also Heilmitteltherapie ist Ergotherapie, Logopädie und Physiotherapie. Ergänzt zu dieser Therapie machst du das. Oder deine Ja, klar. Physiotherapeutin sagt, Muss ich. mach, Muss. oder deine, ja, oder Muss. deine Physiotherapeutin sagt, Ja. mach Stehübungen Ja. morgens und abends. Und da brauchst du aber ja immer Hilfe bei, weil Ja. mit dem Wasser Es könntest du muss ersticken. jemand Bei da den, sein. genau. Und in dem Augenblick hast du halt hier dann sofort 2 Mal täglich, beziehungsweise also pro Ja. Therapie, ne? Und wenn die Logopädie und die Physiotherapie beide was sagen, hast du hier 4. Naja. Und das bringt halt genauso viele Punkte wie dann hier jetzt aber diese Okay. 10 Eingriffe durch die Okay. Einmal-Kathetisierung. Und dann Arztbesuche wahrscheinlich nicht ganz so oft. Ja, es ist hier nur wöchentlich und monatlich. Monatlich gibt es an, weil das ist bei mir schwierig. Ich mache das alles online, weil die Praxen Ja, barrierefrei sind. ja, Ne? Das ist ja, schwierig. ja. Das heißt wahrscheinlich so ein Besuch. Ach so, warte mal. Nee, online ist aber schon wieder selbstständig. Damit wärst du schon wieder raus. Also Okay. als Tipp für eine Also zum Pflegegradbegutachtung, Urologen da muss ich machst schon. genau, aber als Tipp für die Pflegegradbegutachtung, da macht man sowas dann auf gar keinen Fall online, sondern man muss von seiner Pflegeperson hingebracht werden. Ja, das muss ich. Und Klar, logisch. Also ich muss zum genau. Neurologen gebracht werden, ich muss zum Urologen gebracht Ja, werden. Ist genau. ganz Katastrophe mit einem 40-Stunden tätigen Mann, ne? Ja. In der Und Woche. dann hast du ja Ergotherapie, Physiotherapie und vielleicht sogar noch Physio. Logopädie. Was Nein, ich hast du habe da? nur noch Physiotherapie 2 Mal die Woche, 1 Stunde. 2 Mal die Woche. Eine Okay. Stunde, Wo ja. du natürlich auch kein Hausbesuch. Hausbesuch zählt nämlich nicht, weil du da keine Beides im Wechsel. Unterstützungsbedarfe. Im Genau. Wechsel. Aber am besten auch da wieder für so eine MDK-Begutachtung immer nicht den Hausbesuch, sondern du musst dahin und da muss Okay. natürlich jemand dich dahin bringen. Sonst Ja. zählt das nicht. Genau. Und dann gibt es hier noch das Einhalten einer Diät oder anderer krankheits- oder therapiebedingter Verhaltensvorschriften, Ja, obwohl klar. es da nicht, ja, da Ja, geht es halt nicht um ich diese bin jetzt kein Entscheidung. Diabetiker. Bei mir geht es nicht um Leben und Tod, ne? Also Ja, ich bin genau. kein Diabetiker, aber da. Also gibt es da auch Ernährungsgeschichten, Ja, die man da natürlich. Also einhalten man muss? soll sich halt sehr antientzündlich ernähren, ne? Also kein Fleisch, keine tierischen Produkte, kein Alkohol, keine Zigaretten. Also alles, ja, im Grunde kein Zucker. Also. Ja, also das Ganze ist hier halt ein bisschen schwierig einzuordnen, weil es geht hier nicht um diese Selbstbestimmung, dass ich halt sage, Okay. ich mache es trotzdem, obwohl ich es besser weiß, weil dieses ich weiß es besser ist dann halt, das nimmt dann halt dem Ganzen hier die Kraft. Okay. Auf der anderen Seite, wenn man da dann irgendwie, das müsste man dann aber wahrscheinlich sich durch eine andere Diagnose, dass da so eine Art Zwang entsteht, dass man halt Okay. irgendwie doch diese Suchtproblematik zum Beispiel mit dem Rauchen hätte. Und wenn dann die Anweisung ist, du sollst nicht rauchen und du kannst aber nicht aufhören, weil du eine Suchtproblematik hast, in dem Augenblick ist dieser freie Wille halt gar nicht so vorhanden, wie es halt den Anschein macht. Und in dem Augenblick könnte man dann hier durchaus irgendwie Punkte bekommen, wo es hier dann bei diesem Modul zum Beispiel bei diesem Modulpunkt darum geht, Okay. wie viele verschiedene, also wie häufig pro Tag Unterstützung da sind. Aber hier haben wir, also was dieses Modul angeht, haben wir eh schon die Höchstpunktzahl erreicht. Das heißt, hier holen wir jetzt gar nichts mehr raus. Aber dann gehen wir mal kurz weiter und haben dann halt noch die Gestaltung des Tagesablaufs, Anpassung an Veränderungen. Wenn du Also, sagst, Fatigue ist immer noch so ein Thema,
könnte man halt hier auf die Erinnerungen, dass du halt häufiger daran erinnert werden musst, Sachen durchzuziehen. Ja, das ist die Fatigue ist einfach, die macht Konzentrationsstörungen und so, ne? Also das ist sehr tagesabhängig auch, ne? Ja, Das kann ich genau. mir nicht Also sagen. Planungen werden nicht, häufig nicht eingehalten, weil sie wieder vergessen werden. Deshalb ist über den ganzen Tag hinweg eine Erinnerung bzw. Aufforderung erforderlich. Ja, also Das. mein Handy weg, also mein Handy-Erinnerungsding ist schon immer in Gebrauch. Immer. Ja, Ja. genau. Also auch da wieder bei der MDK-Begutachtung dann am besten nicht die Handy-Erinnerung, sondern den Menschen der Erinnerung, Menschen. weil man das technisch alles gar nicht kennt, was es da Okay. für Möglichkeiten gibt. Ah, so, Man ja. braucht ja immer diesen Hilfebedarf, der Unterstützungsbedarf von den Menschen. Technik zählt da nie. Okay. Genau. Wie sieht das aus beim Ruhen und Schlafen? Da ist dann halt die Unterstützung in der Nacht mit gemeint. Ohne Molly Katastrophe. Ohne Molly Ja. musste mein Mann immer abrufbereit sein. Also Ja. beim Umsetzen immer. Also und Ja. wenn man eine MS-Blase nachts hat, Ja. dann kann es sein, dass die mal stündlich. Und wenn man es Ja. raus will und wenn man so und so nicht mehr pennen kann, ist das Ja. eine Katastrophe. Also mein Mann war durchgehend praktisch, musste der erreichbar sein. Ja. Durchgehend. Wie Ja. sieht das aus, wenn man dann, aber also theoretisch könnte man ja auch durchaus jetzt noch damit argumentieren, dass man auch jetzt noch. Ja, Oder kommst du nachts, wenn du jetzt nachts kann zur ich alle, Toilette musst, kann ich selber, kannst du aber alles, krass. kann ich alles wieder selber. Er muss auch nachts, also es ist Krass. wirklich so, für ihn ist es wirklich so, der hat unglaublich viel Angst verloren, unglaublich viel Lebensqualität zurückbekommen, weil er Stimmt. nachts endlich wieder schlafen kann. Ja. Ohne diese Ja. ständig wache Frau neben sich, die Ja. ständig sich dreht und wälzt und schreit vor Schmerzen und Ja. nicht schläft und ständig Hilfe braucht, ständig Ja. stürzt. Ja. Die Zeiten sind vorbei. Ja, krass. Das Ja. heißt, also sich beschäftigen, das kriegst du jetzt mit Molly ja auch alles irgendwie selber hin. Ja, genau. Vornehmen von die Zukunft gerichtete Planungen. Ja, jetzt habe ich die endlich wieder. Ja. Da würde ich aber trotzdem einen Punkt geben, weil man auch da ja regelmäßig dran erinnert werden muss. Das ist ja dann auch wieder so eine Fatigue-Problematik, ne? Ja, An die. ja, und einfach, das braucht so viel Planung, also Ja. was die Zukunft gerichtet ist. Wenn ich Ja. einkaufen gehen will, braucht es eine Planung. Also, Ja. da brauche ich 1000 Leute in meinem Umfeld praktisch, die das mitmanagen, ne? Also. Ja. Genau. Aber der Kontakt zu Personen ist einfach dann easy jetzt möglich mit Molly. Ja, Ja. genau. Ich habe da wieder voll, ja, Energie dazu, ja. Ja. Das haben wir dann ja jetzt einen knappen Pflegegrad, also knappen Pflegegrad 3 beziehungsweise halt die 2. Wäre es jetzt hier mit Molly, wo man jetzt, wir können uns ja hier auch die Leistungsansprüche jetzt nochmal anschauen, das sind dann hier 300 € Pflegegeld im Monat, oder halt die Sachleistung, wenn man Pflegedienst involviert hat, von 700 €, die Verhinderungspflege plus die Kurzzeitpflege sind dann ja ungefähr 2.400 € im Jahr und den Entlastungsbetrag. Ich rechne bei sowas dann immer gerne mit dem Pflegesachleistung, gerade wenn ich jetzt den Molly zum Beispiel. Also wenn ich da die Wirtschaftlichkeit mit begründen müsste, weil man dann natürlich umfangreiche Unterstützung auch durch den Pflegedienst benötigt, ne? Wollen wir mal gucken, ob wir nicht easy peasy auf Pflegegrad 3 oder sogar die 4 kommen, wenn der Molly einfach nicht existiert. Jetzt wäre ich sicherlich bei der 5. Ja, kann ich. Also Ja. die 5 ist natürlich mega schwierig, weil hier sieht man es ja, da braucht man die 90 Punkte von 100 möglichen. 90, das ist natürlich. Krass, aber Ich also die war bei, vier ich bin halte ja ich bei auch. der 3. Ich bin immer noch bei 3 eingestuft. Und Ja, na klar. bei mir hat sich das ja in dem Dreier so Ja. massiv verschlechtert, dass Ja. wir ja, also ich war ja schon dabei, den Verschlechterungsantrag zu stellen, dann kam der Ja. Molly. Also Ja. ich wäre ja heute auch im Heim. Ich könnte ja hier gar nicht mehr Ja. leben. Ja. Also das kann Ja. man sich ja gar nicht vorstellen. Also dann machen wir das ohne Molly, da kannst du gleich überall die volle Punktzahl drauf. Mein Gott, brauchen wir Ja, durch. also Positionswechsel im Bett wird wahrscheinlich irgendwie Immer, gar immer. nicht. Ja. Ging gar nicht mehr So, selbstständig. Gar halten einer nicht. stabilen Null. Sitzposition, Null. 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 Umsetzen konnte man auch Umsetzen. vergessen. Null. Fortbewegen innerhalb des Wohnbereichs, null. Ja. Null. Ohne, nee, um Gottes Willen. Ja. Machen wir mal weiter. Kognitiv erkennen von Personen aus dem näheren Umfeld. Ja, klar. Örtliche Orientierung. Ja. Zeitliche Orientierung. Nein, nicht mehr durch diesen ständigen Schlafentzug war mir manchmal nicht mehr klar,
ob es jetzt Tag oder Nacht ist. Also wenn meine Kinder nicht aus dem Kindergarten kommen oder aus der Schule kommen wären, hätte ich das nicht mehr gecheckt. Genau, es wäre hier dann also nach Nutzung äußerer Orientierungshilfen, wenn man dann vielleicht mal rausguckt und sieht, es ist dunkel, dann weißt du, okay, es ist Nacht. Ja. War schwierig. Okay. Ja. Erinnern an wesentliche Ereignisse und Beobachtungen? Ja, klar. Also Steuern von mehrschrittigen Alltagshandlungen? Gar nicht. Also es geht um das Kognitive, ne? Also ja, es geht dann zum Beispiel darum, dass du... Ja, null. Okay, krass. Ich wäre vor meinem Thermomix gesessen und hätte mir überlegt, was mache ich hier? Also, ja. Dass ich da jetzt irgendwas rausholen muss oder so. Das ist alles nicht mehr gegangen. Ich war ein anderer Mensch. Ja. Erhebliche, sie verwechselt regelmäßig die Reihenfolge der Einzelnen. Nee, du wusstest ja nicht mal mehr. Ich wusste das gar nicht mehr. Ja, genau. Das wäre gar nicht gegangen. Treffen von Entscheidungen im Alltagsleben? Ging noch. Ja, ja. Okay. Verstehen von Sachverhalten und Informationen? Ja, aber also mein Mann würde jetzt sagen, nein, auf keinen Fall. Ich würde sagen, okay. Aber gut. Ja. Also vielleicht dann ja auch einfach, also es ist ja auch abstufbar. Also es gibt ja hier, die Person kann einfache Sachverhalte und Informationen nachvollziehen, hat aber bei komplizierteren Schwierigkeiten. Ja, ich habe ja jeden noch zu komplizierten Sachverhalt innerhalb von Sekunden checkt. Und wenn du das nämlich kannst, also dann ist das für mich natürlich schwierig, für jemand anderes vielleicht gar nicht, für den ist das Alltag, aber für mich war das natürlich schwierig. Erkennen von Risiken und Gefahren? Kann ich jetzt gar nicht sagen. Okay. Könnte ich jetzt gar nicht sagen. Lassen wir einfach. Mitteilen von elementaren Bedürfnissen? Hätte ich machen sollen, aber habe ich nie getan. Hm. Also hättest du es können? Darum würde es gehen? Also ich hätte es nicht sagen können. Nein, ich wäre jetzt wie jetzt auch so dieses, es ist was, aber ich kann es dir nicht sagen. Also so. Schwierig. Ja. Ganz schwierig. Okay. Nee. Wir machen mal einfach einen. Nicht zu beantworten, ja. Verstehen von Aufforderungen? Ja. Also, wenn jemand sagt, setz dich doch mal aufrecht hin, dann hättest du verstanden, was er von dir will. Aber hättest du ihm dann halt einen Vogel. Kann er schon sagen. Und beteiligen an einem Gespräch? Nein, null mehr. Null. Okay. War mir alles zu viel. Mhm. Ja, so, dann hatten wir ja gerade schon über die Psyche da ohne Molly geredet. Das heißt, wir hatten sowohl die Antriebslosigkeit bei depressiver Stimmungslage, wobei man da natürlich gucken muss, hat der Mensch jetzt eine Antriebslosigkeit wegen der heftigen Erkrankung, ne? Mhm. Oder aber wegen der depressiven Stimmungslage. Ja. Aber das ist dann ein das Level, auf dem ich dann... mit. Naja, klar. Aber massiv, du hast ja die Ängste massiv, angesprochen, was ja heftig in eine Panik, genau, Panikattacken, die man leider für dieses Modul sich am allerbesten immer noch mal gesondert diagnostizieren lassen muss. Okay. Ah, okay. Genau. Und ich hatte ja Panikattacken, zum Arzt zu gehen. Also. Ja. Aber also da gibt es dann tatsächlich ja auch digitale Möglichkeiten mit Katastrophe. Ja. Katastrophe. Also schon der Gedanke, ich müsste da in ein Auto sitzen. Ja. Ja. Und ich muss vielleicht unterwegs aufs Klo und dieser Arzt ist vielleicht barrierefrei oder irgendwas und ich müsste in dem Wartezimmer warten, irgendwas. Das ist schon allein der Gedanke, der hat mich zum Verzweifeln gebracht. Also das wäre gar nicht gegangen. Niemals. Ja. Also was hier voll spannend ist, ist hier nochmal dieser Unterschied. Also Modul 2 und Modul 3, die werden nicht einzeln, fallen die ins Gewicht der Gesamtberechnung, sondern entweder oder. Das heißt, du darfst nur entweder psychisch krank sein oder deine kognitiven Fähigkeiten sind halt im Eimer. Also natürlich darf beides der Fall sein, aber es wird dann halt nur gewertet, als wäre eins davon der Fall. Was sehr, sehr schade ist. Aber hier ist dann halt das auch sehr, sehr deutlich, wie unterschiedlich das hier bewertet wird. Die kognitiven Verhaltensweisen, die werden halt nach der Schwere gewichtet. Mhm. Und bei den psychischen Geschichten geht es hier nur noch um die Häufigkeit. Mhm. Krass. Das ist eine spannende Unterscheidung. Mhm. Und in dem Augenblick, wo man dann halt täglich Panikattacken hat. Immer. Pünktlich. Genau. Und in dem Augenblick hat man dann hier auf jeden Fall mit diesen beiden Punkten schon. Also wenn man jetzt eine Geschichte häufig hat und eine andere Geschichte dann täglich, in dem Augenblick hat man hier schon die Höchstpunktzahl erreicht und
Das war es schon. Dann ist das, was wir hier in Modul 2 bekommen haben, diese 7,5 Punkte, ist völlig irrelevant, weil eh nur Modul 3 gewertet wird. Ah, okay, interessant. Genau. Also hier auch unbedingt dann immer die Diagnosen sich ausstellen lassen. Man sieht hier oben jetzt auch, wie dicht wir jetzt auf jeden Fall schon an der 4 dran sind. Und wir sind ja noch nicht ganz so weit fortgeschritten. So, ohne Molly. Waschen des vorderen Oberkörpers. Nichts mehr. Ende. Aus. Körperpflege. Haare kämmen. Waschen des Intimbereichs. Nein. Duschen, baden, einschließlich waschen der Haare. Nichts mehr. Also hier dazu gesagt, es kommt natürlich auch immer auf die Stärke dann auch an, ne? Aber also du beschreibst es einfach mal, wie es bei dir dann früher der Fall war, so, ne? Also das war dann so gewesen, ich konnte ja nicht mal alleine mehr auf den Duschhocker. Ja, ja. Das wäre nicht gegangen. An- und Auskleiden des Oberkörpers. T-Shirt ja, BH nein. Ja, okay. Das heißt, die Person kann die Aktivität beispielsweise selbstständig durchführen, wenn Kleidungsstücke passend angereicht werden. Oder ist es, die Person kann nur einen begrenzten Teil der Aktivitäten mithelfen, beispielsweise die Hände Ärmel bereit machen. Genau. Dann An- und Auskleiden des Unterkörpers. Nichts mehr. Okay. Gar nichts mehr. Naja, alleine schon dann den Poppes hochkriegen, sich runterbücken, kriegt man alles dann nicht mehr. Muss mich ja immer abstützen. Jetzt kann ich das ja machen. Ne? Ich kann mich jetzt abstützen, aber das geht ja gar nicht. Mundgerechtes Zubereiten der Nahrung. Eingießen von Getränken. Gar nichts mehr ging. Nichts mehr ging. Alles verschüttet und ich habe ja nur noch mit der Gabel gegessen und das nur noch im Wechsel, wo die Kraft hatte. Hier geht es um Zubereiten, ne? Hier geht es um Zubereiten, nicht gar nichts mehr. Also hier ist die Unterscheidung auch recht spannend. Zum Beispiel geht es hier um das schneidet sich zwar belegte Brotscheiben, schafft es jedoch nicht, mundgerechte Stücke herzustellen. Wäre überwiegend unselbstständig. Also ging nicht mehr. Vielleicht so manchmal, ne? Also aber nicht. Aber das ist ja genau das. Dieses Tagesform, also diese Bestform muss ja nicht bewertet werden, sondern es muss ja der Regelzustand. Okay. Bewertet werden. Das ist dann ja genau das. Also okay. Manchmal. Also auch da als Tipp auf gar keinen Fall manchmal sagen oder es geht schwierig, weil das immer bedeutet, es geht. Und in dem Augenblick kriegt ihr 0 Punkte. Immer, wenn es halt voll schwierig und mit Unterstützungsbedarf nur geht, dann einfach sagen, geht nicht ohne fremde Hilfe, geht's nicht. So. Okay. Essen und Trinken, wie sah das da aus? Auch mit der Aspirationsgefahr oder musste die Nahrung nahezu komplett gereicht werden? Nee, das nicht, aber es musste jemand dabei sein. Ja, okay, genau. Nutzen einer Toilette oder eines Toilettenstuhls? Ja. Auch wieder krasse Hilfe. Auch. Ja, also immer beim Umsetzen. Egal, ob beim Umsetzen, Bett umsetzen, Klo, immer mit Hilfe. Ja. Also vorhin bei beim Waschen des Intimbereichs hatten wir aber auch schon den Klassiker vorne ja, hinten nein. Das wäre dann hier zum Beispiel auch überwiegend unselbstständig. Intimhygiene nach Wasser lassen wäre so eine sehr klassische Situation tatsächlich, die super viele haben und sich aber dann nicht trauen, darüber zu reden. Ja, das ist so. Einen Moment mal schnell. Alles entspannt. Bin wieder da. Bewältigen der Folgen einer Harninkontinenz, Umgang mit Dauerkatheter Urostoma. Das verstehe ich jetzt gar nicht. Jetzt habe ich es doch schon lautlos gemacht. gute Frage. Also ja, Harninkontinenz, ich muss halt katheterisieren, ne? Und es ist zunehmend unselbstständig geworden. Ne? Ja. Das heißt, die Person kann die Aktivität, kann sich am Wechsel der Inkontinenzsysteme beteiligen oder nur Vorlagen einlegen, Inkontinenzhosen nur entfernen. Das benutzt, habe ich alles nicht benutzt. Also da. Aber also braucht es bei dieser Kathetisierung, brauchtest du da Hilfe?
Na, aber warte mal, ich glaube, das ist hier ein Dauerkatheter, von dem geredet wird. Ja, okay, du hast nee, ja diese einmal, ne? Genau, ja. Okay, dann hat sich das hier erledigt. Erledigt, genau. Okay. Stuhlinkontinenz wahrscheinlich nee, dann auch haben noch wir nicht. Auch nicht. Genau. Guti, aber dann die Medikation. Wie oft, also gar nicht die Menge der Medikamente, sondern nur die, wie oft täglich musstest du Medikamente einnehmen? Viermal oder häufiger? Ach, ständig. Ständig, weil es muss ja dann immer Abstand dazwischen sein und so weiter. Also ja. ständig. Also achtmal? Ach, mehr. Ich habe ja schon 8 bis 10 Baclofen am Tag genommen. Ja. Sag mal 15 bis 20 Mal am Tag. Krass. Und immer muss jemand dabei sein, weil du ansonsten entweder, durch Aspirationsgefahr aufgehen könntest. Ja. Also es war schon heftig. Ja. Deswegen habe ich viel halt erst genommen, wenn jemand daheim war. Ne? Das ist halt schwierig. Ich konnte den Tablettenblister gar nicht selber aufmachen. Ja, krass. Injektionen waren nicht Teil. Nichts mehr. Mm-mm. Was meinst du mit nicht mehr? Also ist ja mit ohne Mollysuit hier. Nee, also das war weit, das ist ein Basismedikament, das spritzt man. Das habe ich aber schon genommen zu der Zeit. Also das kommt da gar nicht in Frage, genau. Versorgung, intravenöse Zugänge? Nee, braucht man nicht. Absaugen, Sauerstoffzugabe, auch nicht. Mm-mm. Einreibung, Kälte- und Wärmeanwendung? Schwierig. Was ist das, wenn diese Muskelverhärtungen, wenn man die einschmieren muss, dass die Muskeln weicher werden. Ist das das ist eine Einreibung, genau. Das ist eine Einreibung. Das muss jemand machen. Ja, das muss ärztlich verschrieben sein. Das ist halt hier dann immer so die. Okay, genau. Also das müsste man dann halt immer sich am besten verschreiben lassen, aber dann muss es auch meistens ein verschreibungspflichtiges Medikament sein. Okay. Genau, okay. Dann Messen und Deuten von Körperzuständen. Das kannst du nicht mit dem Zustand. Kannst du nichts mehr messen und deuten. Aber gibt es da was man messen muss oder deuten muss? Also natürlich muss man immer die Körpertemperatur bei MS immer im Blick haben. Sobald die leicht erhöht, flippt die ja völlig aus. Die muss man schon immer im Blick haben. Was ist natürlich Kälte und so, man empfindet es ja nicht mehr, aber man muss das im Blick haben. Weil man sonst wieder Blasenentzündung bekommt. Also man muss das immer wissen, sind meine Füße kalt, obwohl ich es nämlich spüre, weil ich sonst die nächste Blasenentzündung bekomme. Also sitze ich kalt, ist mein Rücken kalt, bedeutet das Blasenentzündung. Also das sind immer so Sachen, das muss man schon noch können. Aber das kann man irgendwann nicht mehr, weil dieser Körper ist ein Fremdkörper. Das kann man nicht mehr. Wie oft musste dann da die Temperatur gemessen werden? Ja, das musst du ständig machen. Dir darf es nicht zu kalt sein. Wenn es dir zu warm wird, flippt die MS aus. Wenn es zu kalt ist, werden die Spastiken mehr. Wenn es zu warm ist, wird die Fatigue schlimmer. Also du musst immer gucken. Ja, du musst dich regulieren. Hast du zu wenig getrunken, wird die Spastik schlimmer. Also du musst ständig eigentlich gucken, dass du immer auf der Spur bleibst. Und bei uns Frauen ist das ja noch schlimmer, weil wir im Zyklus laufen. Ja. Ne? Also, du bist eigentlich nur dabei zu gucken, wie kriege ich jetzt den Zustand nicht schlimmer hin? Ne? Also, schlimm. Körpernahe Hilfsmittel, das waren dann halt vorhin die Strümpfe, hatten wir gesagt. Gibt es da sonst noch irgendwelche Hilfsmittel, die es gab? Nee, also ich müsste eigentlich schon diese Strümpfe anziehen, aber das kann ich ja schon lange nicht mehr. Also, Verbandwechsel, Wundversorgung? Brauche ich nicht. Nee. Also wie gesagt, alles jetzt auch vor dem Mollysuit, ne? Beziehungsweise halt ohne, also MS ohne Mollysuit. Regelmäßige Einmal-Kathetisierung hatten wir 10-mal. Therapiemaßnahmen in häuslicher Umgebung. Das war wahrscheinlich dann damals auch schon, diese 4 Übungen, morgens 2 und abends 2. Ja, du musst Motomet fahren, du musst diese Übung machen, du musst ständig. Immer. Genau. Ständig. Anweisung, immer wichtig, Anweisung aus der Heilmitteltherapie heraus. Ne? Ja. Genau, dann gibt es hier die Punkte für. Okay. Dann die Arztbesuche ist wahrscheinlich auch nicht mehr gewesen damals, einfach weil du es vermieden hast. Ne? Vermieden und das ging nicht. Das ging, wie soll ich denn in ein Auto kommen? Ja. Und die Ergotherapie, Physiotherapie, wie sah das da aus? Auch zu Hause.
hattest du zu Hause gemacht, kamst ja gar nicht mehr raus. Das ist halt hier wirklich schwierig, weil in dem Augenblick werden dir hier Punkte weggenommen. Obwohl du eigentlich pflegebedürftiger bist, kriegst du hier keine Punkte mehr, weil, also da wäre es vielleicht ratsam, einen Krankentransport in dem Augenblick zur Ergotherapie oder Physiotherapie. Das wäre ja auch nicht gegangen. Also das haben wir ja alles überlegt, aber wie hätte ich denn transportiert werden sollen? Nein, im Liegen. Ja gar nicht im Liegen durch einen Krankentransport. Also erstens, aber ich habe monatelang auf meinen Aufzug gewartet. Ja. Und ich wäre zu niemand Fremden ins Auto gestiegen, in 100 Jahren nicht, weil dieser Mensch mich nicht kennt. Dieser Mensch wisst überhaupt nicht, wie er umgeht. Wenn man über einen Hügel fährt mit einem schweren Spastiker, diese einschießenden Spastiken, das muss man erstmal fühlen. Also ich konnte ja nicht mal über den Kieselstein mit dem Rollstuhl fahren, ohne dass mich die einschießenden Spastiken aus dem Rollstuhl geschoben haben. In ein Auto zu sitzen, also das ist High Level, wirklich. Und dann bei jemandem Fremden, niemals. Also hier haben wir jetzt gerade die komfortable Situation, dass es keine Auswirkungen mehr auf diese gesamtgewichteten Punkte hat, weil wir hier schon die höchste Punktzahl erreicht haben. Es wäre, wenn man jetzt irgendwie hier noch nicht die Höchstpunktzahl hat und das hier noch Auswirkungen hat, also zu Hause zählt einfach in dem Augenblick nicht. Das ist krass eigentlich. Das ist unfassbar krass. Man hat ja einen Grund, warum man nicht dorthin geht. Ich wäre ja auch viel lieber in Praxis, weil ich da ganz andere Möglichkeiten habe. Ja, absolut. Ja, genau. Ja. Aber es zählt in dem Augenblick einfach nicht. Okay. Dann gehen wir hier jetzt nochmal weiter. Und zwar ist das letzte Modul Gestalten des Tagesablaufs. Wie sah es da bei dir aus? Es gab keinen Tagesablauf mehr. Es war kein Tagesablauf mehr. Ich hatte morgens Angst vor dem Tag und abends Angst vor der Nacht. Das waren meine einzigen beiden Gefühle, die ich noch hatte. Und alles andere war mir zu viel. Meine Kinder, das Schlafen, es war mir alles einfach zu viel. Alles. Mitwirkung an der Tagesstrukturierung oder Orientierung ist nicht oder nur minimal möglich. Ja. Genau. Gestalten des Tagesablaufs. Was habe ich jetzt hier gemacht? Aber genau das Gleiche bei dem Vornehmen in Zukunft gerichtete Planungen. Ne? Auch da. Es gab ja keine Zukunft mehr. Ja. Also. Die Person verfügt nicht über Zeitvorstellungen und Planungen über den Tag hinaus, auch bei Vorgabe von Auswahloptionen. Das wäre schon noch gegangen, doch. Dass du da sagst, ja oder nein, das wäre gegangen, ne? Genau, doch, dann habe ich hier auf jeden Fall nur die überwiegend unselbstständig. Ja. Ruhen und Schlafen, du brauchtest jede Nacht Hilfe. Immer. Die Frage ist nur, wie viel? Schauen wir uns jetzt hier nochmal unselbstständig an. Die Person verfügt über keinen oder einen gestörten Schlaf-Wachrhythmus. Dies gilt unter anderem für mobile gerontypisch psychische erkrankte Personen oder auch Menschen, die keinerlei Aktivitäten ausüben, zum Beispiel Wachkoma oder Personen, die regelmäßig mindestens dreimal in der Nacht personelle Hilfe benötigen. Logisch, klar. Ja, logisch. Dreimal war ja gut. Dreimal war ja eine gute Nacht. Drei war eine gute Nacht. Oder hast du gesagt, heute habe ich richtig viel Schlaf bekommen. Nicht schlafen, sondern ich habe wenig meinen Mann wecken müssen. Ne? Ja. So, sich beschäftigen ging wahrscheinlich dann auch einfach nichts mehr. Naja, man existiert halt. Ich weiß nicht, was ich da gemacht habe. Ich sag's ganz ehrlich, keine Ahnung. Ja, aber also motorische Unterstützung ja dann auch immer wieder, ne? Ja, klar. Ja, genau. Interaktion mit Personen außerhalb des direkten Umfelds? Nein. Keine Freunde, keine Bekannte mehr. Alles weg. Zu viel. Ja. Nein. Ja. Keine Familie mehr. Noch. Ja, also das wäre der direkte Kontakt. Im direkten Kontakt mit vertrauten Personen erfolgt die Interaktion selbstständig. Bei Interaktion mit nicht vertrauten Personen ist Unterstützung erforderlich. Gar keine Interaktion mehr. Ich habe gar keine Interaktion mehr gehabt. Meine Interaktion war nur Instagram. Ja, das war kaum Initiative. Ja, also Instagram würde hier bei der Kontaktpflege zu Personen außerhalb des direkten Umfelds... Da zählt die Technik plötzlich wieder. Ja, genau, das zählt da auf einmal. Also am besten dann sowas dann auch nicht sagen. Okay. Genau. Aber also mit dieser Argumentation würde man hier tatsächlich dann doch ganz knapp auf 90 Punkte kommen und die Pflegegrad 5 tatsächlich haben.
Also da hattest du durchaus recht, dass da, dass der definitiv, und jetzt muss man sich mal überlegen, wo wir hier gerade, auf was für einem Level wir hier gerade reden. 700 € Pflegesachleistung war das Budget hier pro Monat bei Pflegegrad 2, wo wir vorhin gelandet sind, mit dem Molly Suit. Und ohne Molly Suit sind es einfach 1.300 € mehr oder 1.400 €, also Ja, das ist krass. 2.095 € pro Monat. Und das muss man sich jetzt, das ist ja einfach Jetzt brennt mir mein Body. im Ja. Jahr hätte sich der Molly Suit in dem Augenblick schon rentiert, Das innerhalb von einem Jahr. Ja. Also es ist eine unfassbar Verrückt. Verrückt. Das ist dämliche Entscheidung, wenn die Krankenkasse hier ja. nach Ist Wirtschaftlichkeit die nicht entscheiden bezahlt? wollte. So geht's uns allen. So geht's Ja. uns allen. Das ist ja Ja. das Kranke. Ja. Das ist echt heftig. Wahnsinn. Wahnsinn, wenn das so schwarz auf weiß Ja. ist. Gott. So argumentiere ich tatsächlich ganz gerne bei Hilfsmitteln. Das habe ich jetzt bei einer Klientin zum Beispiel auch gemacht, die einen Rollstuhl bekommen sollte, also wo das Vergleichsangebot der Krankenkasse dann ein Rollstuhl war, der höher liegt und sie dann beim Umsetzen auf einmal hätte Hilfe benötigen müssen. Da haben wir dann halt so argumentiert, dass das dann halt, weil sie einen relativ hohen Pflegegrad 3 hatte, zu einem Pflegegrad 4 führen könnte. Und damit ist die Wirtschaftlichkeit dann natürlich auch sofort, Das also habe ich meiner abgesehen. Krankenkasse ja auch immer gesagt. Ja, Ihr wisst schon, ja. dass mein Mann bald zum Arbeiten aufhören muss, wegen mir. Das, ja, aber das interessiert ja nicht. Nee, nee, Der das ist arbeitet ja. Vollzeit in der Ja. Bergbau- und Chemiebranche, Ja. was der einzahlt jeden Monat in die Krankenkasse Ja. und dann aber Ja. nicht mehr, weil er meine Pflegeperson ist und wir plötzlich ja auch Sozialleistungen in Anspruch nehmen müssten, ne? Ja, 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 Also das interessiert ja niemanden mehr. ja. Das ist so schlimm eigentlich. Ja, das ist Ja? echt krass. Ja, also hier kann man auf jeden Fall immer wirklich fantastisch dann mit dieser Wirtschaftlichkeit auch nochmal argumentieren, weil also die Krankenkasse, da der einzelne Sachbearbeiter, den interessiert das dann vielleicht nicht, aber ein Gericht interessiert das dann definitiv, weil die natürlich diesen gesamten Aspekt vor Augen haben. Aber warum Genau. denn die Und Krankenkasse nicht? na, weil da der Sachbearbeiter seinen eigenen Topf nur sieht. Also Ja, das das ist ist doch tatsächlich verrückt. eine ganz, ganz beschränkte Sicht. Aber das Gericht ist halt wirklich dann, also hat einen wesentlich breiteren Blick. Das war zum Beispiel sehr spannend bei Jennifer. Jennifer hat jetzt ja gerade einen Zweitrollstuhl beantragt, beziehungsweise klagt da gerade. Und im Eilverfahren, was sie vorher durchgefochten hat, also den Antrag auf einstweilige Anordnung, das ist so ein, also so ein Gerichtsverfahren dauert ja easy peasy mal, 6 Monate. Nein, also der Antrag 6 Monate, das Gerichtsverfahren easy 3 Jahre, mit der Berufung 6 Jahre, 9 Jahre, wenn ihr in Revision geht. Das kann sich also lange hinziehen, bis man dann so ein Hilfsmittel bekommt, was einem vielleicht, also, wo der Arzt sagt, du, das brauchst du jetzt gerade, vielleicht schon gestern. Genau Und richtig, das ist in, das Problem, ja. ja, und in dem Augenblick hat man aber die Möglichkeit, einen Antrag auf einstweilige Anordnung zu stellen, sodass halt das Gericht schaut, okay, ist allgemein so ein Unterstützungsbedarf da? Dann stelle ich das jetzt, bis in der Hauptsache ausführlich entschieden wurde, stelle ich es jetzt einfach schon mal zur Verfügung. Ah, Die okay. Möglichkeit gibt es, wo dann eine Eilbedürftigkeit gegeben sein muss. Das ist bei Geldleistungen häufig nicht der Fall. Also gerade wenn es jetzt um Pflegegrad geht, wo es danach einfach nur Geldleistungen sind, die kompensiert Aha, werden, ist okay. das häufig dann nicht der Fall, weil das Geld kann ja auch nachrückwirkend irgendwie zurückgezahlt werden. Aber auf jeden Fall ist es der Fall bei Hilfsmitteln. Also ich kenne eigentlich keine einzige Hilfsmittelsituation, Okay. wo es nicht notwendig sein, also wo die Eilbedürftigkeit, was die Selbstständigkeit angeht und so, nicht gegeben ist. Antrag auf einstweilige Anordnung. Haben wir auch schon mal ein Video zu gemacht. Okay, Und da gut hatte die, zu also, wissen. und Jennifer hat halt argumentiert, dass sie für zu Hause, um sich in der Wohnung fortbewegen zu können, braucht sie einen Rollstuhl und für draußen braucht sie halt auch noch einen Rollstuhl. Und das aus 2 Gründen, weil sie die Wohnung nicht schmutzig machen möchte mit dem draußen Rollstuhl, ne, wenn der matschig durch Matsch gefahren ist. Und dann, also weil der Fußgänger zieht sich ja auch die Schuhe im Eingangsbereich aus, um die Genau. Wohnung nicht schmutzig zu machen. Das Recht hat der Rollstuhlfahrer halt auch. Und dann war die zweite Argumentation, weil sie einen E-Rollstuhl braucht, dass sie den ja auch manchmal an einen Ladestecker packen muss. Und wenn der Rollstuhl dann lädt er irgendwie 6, 8 Stunden und in dem Augenblick ist er nicht einsatzbereit. Was ist denn, wenn sie sich dann irgendwie nochmal in der Wohnung bewegen möchte, weil sie nicht schlafen kann oder so? Weiß ich Das aufs ist ja Klo muss. alles, oder aufs Klo muss, genau, das ist ja alles Selbstständigkeit. Ja, Und ja. in dem Augenblick ist sie auf fremde Hilfe angewiesen. Darum braucht sie jetzt einen
E-Rollstuhl auch für zu Hause. Und weil sie durch ihre Einschränkung halt Schmerzen dabei hat, Lichtschalter oder Türklinken zu betätigen, mit dieser Argumentation hast du den Anspruch auf eine Hubfunktion. Ah, okay. Ja, auf eine Höhenverstellung des Rollstuhls. Ohne das, also wenn du sagst, ich komme nicht in meiner Küche, komme ich nicht an die Regale, das interessiert nicht. Türklinken und Lichtschalter sind ein Grundbedürfnis. Dadurch hast du dann dadurch hast du die Argumentation, dass du eine Höhenverstellung bekommst. In dem Augenblick bist du auch direkt in einem anderen Preislevel. Ne? Also ein Rollstuhl ohne Höhenverstellung kostet irgendwie so 3.000 Euro, so ein ganz klassischer E-Rollstuhl. Mit Höhenverstellung bist du easy im 20.000 Euro Bereich. Also easy. Also auch dieser Molly-Suit, diese 10.000 Euro, ist ein Witz für die Krankenkasse in Wirklichkeit. Ne? Also es ist eigentlich total die lächerliche Summe, über die man das streitet. Voll, sicher das, für was wir sprechen. Und also Jennifer hat noch einen Arbeitsrollstuhl. Und da die Krankenkasse halt argumentiert, dass Jennifer ja auch viel im Homeoffice ist und da ihr Arbeitsrollstuhl ihr quasi auch in der Wohnung zur Verfügung stehen würde, sodass sie keinen Anspruch hat auf eine Drittversorgung quasi. Und da hat Jennifer aber gesagt, sorry, aber die Rentenversicherung, die mir den Rollstuhl finanziert hat, die finanziert mir keine Reparaturen, wenn ich den privat nutze. Darum habe ich leider gar nicht die Möglichkeit, dass ich den privat nutze, weil ansonsten bleibe ich da auf den Reparaturen sitzen. Und da, das hat die Krankenkasse gar nicht interessiert, aber die Richterin hat dann tatsächlich bei der Rentenversicherung angerufen und hat sich darüber nochmal informiert. Also dieser gesamte diese ganze Sozialleistungsproblematik, die wird dann ganzheitlich dann vor Gericht betrachtet, wo der Sachbearbeiter nur seinen kleinen Budgettopf sieht. Okay. Ja, genau. So. Das ist doch verrückt alles. Ja, es gibt so viele Kniffe, was sowas angeht, um da auch coole Hilfsmittel dann zu bekommen. Ja, voll. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Jennifer hat zum Beispiel ja auch einen Segway-Rollstuhl von der Krankenkasse bekommen. Echt, oder? Ja. Also, wie hat sie das geschafft? Das war nachher ein Vergleich vor Gericht. Hat die einen Vergleich angestellt. Wo wir ein bisschen überrascht waren, dass sowas kam. Mittlerweile weiß ich es. Aber früher hat sie das war unser erstes Gerichtsverfahren vom Sozialgericht, das hat uns da überrascht. Und heutzutage bin ich mir gar nicht mehr sicher, ob die Argumentation so schlau war, weil wir tatsächlich mit diesem therapeutischen Nutzen argumentiert haben. Okay. Mit diesem Vorbeugen und also beim Segway-Rollstuhl gibst du Gas, indem du dich nach vorne beugst auf dem Rollstuhl und du bremst, indem du dich nach hinten lehnst. Einfach durch diese Gewichtsverlagerung. Und dadurch hat sie dann, und da haben wir gesagt, dass das halt so eine Dauertherapie ist, die da quasi stattfindet, dass das diesen Muskelschwund, unter dem sie ja leidet, dann halt irgendwie entgegenwirkt. Und das hat dann auf jeden Fall zu dem Vergleich geführt. Und dann hat sie halt 2.000 Euro von den 20.000 Euro, die der kostet, selber hingelegt und hat damit dann den Segway-Rollstuhl von der Krankenkasse bekommen, wo die normalerweise immer ablehnen und das Ding, also unter anderem halt wegen der Geschwindigkeit, weil das Ding einfach 20 km/h fährt. Ja. Ja. Genau. Krass. Hammer. Ja, aber ihr müsst auch viel kämpfen, ne? Euer Tagesablauf besteht auch aus Kampf. Kämpft man denn heute wieder? Ne? Jennifer, gerade 3 Klageverfahren laufen parallel. Bekam jetzt gerade vom Gericht ein Mediationsverfahren angeboten, weil da ja offensichtlich irgendwie mehr im Argen ist, also mehrere Streitthemen gibt. Da meinte ihr Anwalt dann, dass er das in seiner, ich glaube, 20-jährigen Berufslaufbahn erst ein paar Mal erlebt hätte, dass so ein Mediationsverfahren überhaupt angeboten wird. Das schauen wir uns jetzt nochmal an, also das nehmen wir auch mit und darüber gibt es dann das nächste Video. Ich bin gespannt. Ja, es ist tatsächlich echt viel. Ja. Wahnsinn. Es bleibt spannend, ja, absolut. Mhm. Also unter anderem auch das Novafon, da klagt sie gerade für. Ich bin gespannt, was halt Video machen. Wahrscheinlich die Argumentation nochmal ändern werden. Also weg von diesem therapeutischen Nutzen hin zu dem mittelbaren Behinderungsausgleich. Okay. Genau. Ich denke, man muss da auch einfach machen. Machen können mit dem, gell? Also da musst du schnell bald ein Video machen. Weil ich da viele an dich verweisen werde, auf deinen Kanal. Ja. Unbedingt. Genau. Guti. Müssen wir noch was besprechen?
Es sind noch ein paar Fragen reingekommen, aber wir sind okay. Auch schon 2,5 Stunden dabei. Warte mal, wo waren wir denn jetzt hier? Achso, okay. Hier, lieben Dank, Kerstin, für den ganzen Input. Gerne. Und dann hier noch ein Facebook-User. Volles Verständnis, Kerstin, der Pflegerechner ist nicht nur geistig sehr anstrengend für MSler, gerade wenn man sich online auskennt, lebt, verliert man viele Punkte im Pflegerechner. Ja, definitiv. Also wenn du da die technischen Möglichkeiten kennst und nutzt für dich, verlierst du Punkte gegenüber jemandem, der sagt, dieses ganze Technikzeug, Internet ist Neuland für mich, keine Ahnung. Ja. Machen wir das halt genau. Dann aus und lege ihm mein Handy weg und sage, oh Gott. Ja, nee, ich habe kein Handy. Mein Sohn macht immer so Videos von mir, die stellte wohl ins Internet ab. Ja, genau. Der sagt immer, Mama, erzähl mal was. Und ich denke mir, der schickt das seinen Freunden. Ja, jetzt hat er mir neulich gesagt, das ist so in diesem Internet. Nee. Na, ich sag immer, das Social Media hat mein Leben gerettet. Ohne das Video vom Molly Suit, auf Instagram wäre ich heute nicht mehr. Das so, gell? Ja, so krass. Es ist ja wirklich in deinem Fall wirklich so eine kleine Wunderheilung jetzt gewesen, ne? Ja, das ist so. Es gibt ja ganz viele. Also wenn man das, es gibt ja tatsächlich jemanden, also die so krass Werbung macht für den Molly Suit, wie ich auf sie aufmerksam geworden bin. Das ist ja jemand, die wirklich also so gelaufen ist wie ich zuletzt und jetzt kann die wieder rennen und laufen. Das muss man sich mal vorstellen, ne? Ja. Und wenn es ein Placebo ist, dann ist es doch ein wunderbares Placebo. Warum kann wieder Vollzeit arbeiten gehen? Das ist echt krass. Ja. Sehr, sehr krass. Das ist krass, ja. Voll schön. Voll schön, dass du uns an deiner Geschichte hier so teilhaben ließ. Gerne. Ja. Deswegen mache ich das ja, dass es niemandem mehr so schlecht geht, wie mir es ergangen ist. Ja. Genau. Und ich glaube, wir haben jetzt auch so die ein oder andere Anregung geliefert, wie man den dann durchaus bekommen könnte. Ja. Und wenn du das dann in Kombination natürlich noch so rechtlich gut kannst, ist das natürlich Jackpot, gell? Ja. Das ist wunderbar. Genau. Aber also einmal noch eine kurze Frage. Das Eilverfahren, war dir das vorher ein Begriff? Nein, war mir tatsächlich kein Begriff. Das ist so heftig, dass, also es ist auch so schade, weil auch ganz viele Anwälte, wenn man dann in dieses Gerichtsverfahren reingeht, dann ich glaube, dass die daran nicht viel verdienen oder gar nichts verdienen, beziehungsweise halt wirklich irgendwie, also es lohnt sich für die nicht. Und in dem Augenblick haben die halt keinen Bock drauf, weil es auch sehr zeitintensiv ist, weil man wirklich auch dadurch, dass schnell eine Entscheidung gefunden werden muss, sehr, sehr schnell hintereinander dann immer beantworten muss, also beantworten müssen, schreiben beantworten müssen. Und ich glaube, da haben die keinen Bock drauf. Darum informieren die halt nicht darüber. Oder auch so ein Teil falsch. Und einem Klienten wurde zum Beispiel mal erzählt, dass man nur zum Anfang der Klage dann das Eilverfahren machen kann, aber nicht mehr mittendrin, was nicht stimmt. Du kannst es jederzeit machen. So. Kann ich das jetzt auch machen praktisch? Du kannst es jetzt machen, du hättest es auch ab Antragsdatum, also mit dem gleichen Tag, wo du es bei deiner Krankenkasse beantragt hast, den Molly Suit, mit dem Datum hättest du schon den Antrag auf einstweilige Anordnung stellen können. Und es wäre halt tatsächlich interessant, das ist für meine MSler totinteressant, weil wir haben stehen ja alle vor der Problematik, nur haben die eine Dauertesterin bei Otto Bock. Ja. Die haben das nicht. Also wir haben es eilig. Unsere Krankheit lässt uns keine Zeit, da zu warten. Ne? Genau. Also da wäre es wahrscheinlich so, also das Eilverfahren und dann auf jeden Fall in dieser Kombination mit dem mittelbaren Behinderungsausgleich, dass man halt während dieser einen Stunde Sachen machen kann, die man sonst nicht machen könnte. Kann man halt, über vorher und nachher mit dem Molly Suit auch nicht machen kann. Damit wäre das auf jeden Fall deine Möglichkeit. Und das muss dann ein Grundbedürfnis sein. Zum Beispiel dem Kind beim Hausaufgaben machen helfen. Das wäre zum Beispiel sowas. Oder dem Kind Essen kochen. Das wäre auch was. Oder halt für sich selbst Essen kochen. Wenn man immer schon sein ganzes Leben lang gerne gekocht hat, dass man in dieser einen Stunde, wo der Molly Suit dann läuft, auf einmal wieder sich selber Essen machen kann, was man vorher nie konnte. Ich kann ohne Angst haben, mich zu verschlucken. Ja, also auch das. Schritte. Ja, ja, aber also wichtig wäre bei diesem mittelbaren Behinderungsausgleich, dass dass man den ganzen Bereich vorher und nachher weglässt, weil das wäre Therapie, sondern wirklich nur den Zeitraum, wo der Molly Suit läuft, betrachtet.
und dass es daneben noch anderen Schnickschnack an positiven Effekten gibt. Darauf würde ich mich gar nicht konzentrieren. Das ist einfach, das ist egal, sondern einfach nur während der Geschichte geht das. Das würde ich hervorheben und dann den Fokus auf Grundbedürfnisse. Und damit könnte, also damit steigen eure Chancen auf jeden Fall extrem. Okay, also dann müsste Otto Bock auch diese Testung verändern, dass man nicht vorher die Videos macht, dann testet und dann die Nachher-Videos macht, sondern eigentlich schon während dieser Stimulation schaut, was geht. Um auszuheben, dass es keine Therapie nur ist, sondern dass man sich auf das Ja, beziehungsweise also langfristig und für Studien und so weiter ist sowas mit Sicherheit sinnvoll, weil es ja langfristig bestimmt auch ein Therapiegerät sein kann. Ja. Aber für den, also bis es als Therapiegerät zugelassen ist, würde ich da halt empfehlen, das Hilfsmittel als mittelbaren Behinderungsausgleich für die während dieser einen Stunde für die Versorgung von Grundbedürfnissen. Okay. So würde ich das dann beantragen. Okay. Und das könnte dann tatsächlich erfolgreicher sein, als diesen Umweg über die UN-Behindertenrechtskonvention zu gehen. Weil nach deutschen Gesetzen muss die Krankenkasse es aktuell ablehnen, weil es eine Therapie ist, die man beantragt, die noch nicht zugelassen ist durch den gemeinsamen Bundesausschuss. Okay. Genau. Okay, ja, dann warte ich jetzt auf die Post von meiner Krankenkasse und dann würde ich das ein bisschen anders begründen. Ja, okay. Ja, oder das Eilverfahren, ne, den Antrag auf einstweilige Anordnung. Mhm. Ja, genau. Krass. Genau. Hier schreibt nochmal ein Facebook-User, genau, komme vom Bett zum PC. Dadurch hat man genug Kontakt nach draußen. Danke an euch zwei. Ja, gerne. Kontakt, denke, wunderbar. Das Leben. Liebe Kerstin, es war mir eine solche Freude, mit dir hier im Live-Chat zu verbringen. Ja. Jetzt haben wir echt lang gequatscht. Zweieinhalb Stunden gerade. Hat da jemand durchgehalten, zweieinhalb Stunden mit uns? Wahrscheinlich, Hat da jemand durchgehalten mit uns zweieinhalb Stunden? Nee, oder? Das sehe ich tatsächlich nicht. Ich sehe immer so den Pegel. Ah, das wäre jetzt nicht also wir, genau, also was wir werden jetzt durchgehalten hat. Ja, kann ja mal jemand reinschreiben, ob hier irgendjemand jetzt die vollen zweieinhalb Stunden mit uns dabei war. Aber also tatsächlich ist es so, dass sich super viele das dann im Anschluss anschauen oder so. Einfach, weil es dann... Ja, klar. Hier schreibt ein Facebook-User, schreibt, ja, habe ich natürlich gehalten. Gut, Glückwunsch. Ja, genau. Also die Live-Zahlen, die sind tatsächlich auch viel, viel geringer als das, was dann nachher einfach im Nachhinein, wenn es bereitgestellt ist, dann zu schauen. Genau, also cool. Live sind dann immer so um die 40 Menschen dabei und im Nachhinein kommen dann so 700 oder so, die sich das dann insgesamt anschauen. Ja, genau. Ja, also, wenn nur einer dabei ist, der den Molly dadurch kennenlernt, dann hat sich das schon rentiert für mich. Oder bekommt. Ja, auf jeden Fall. Ich denke, du wirst uns schon noch andere Möglichkeiten eröffnen, ne, an ihn zu kommen. Ja. Das ist schon gut, dass es dich gibt. Also, wir können ja vielleicht dann einfach auch mal an einem perfekten Hilfsmittelantrag arbeiten, den wir dann auch einfach bereitstellen können. Dann können die sich den einfach downloaden, ihren Namen draufschreiben und dann. Sonst melden die sich jetzt alle bei dir, weißt du, wenn ich jetzt sage, dann wirst du überhäuft mit Nachrichten. Ja, ne? ja. Das ist tatsächlich so. Klasse. Ja. Mach weiter so. Unbedingt. Ja, danke. Du auch. Es hat Spaß gemacht. Folgt der lieben Mama mit MS auf jeden Fall bei Instagram. Und damit verabschieden wir uns. Ja. Ihr Lieben, lasst es euch gut gehen und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.